Mittlerweile habe ich hier auf diesem Kanal über 100 Fälle vorgestellt. Auf einige der Videos bin ich besonders stolz. Vor kurzem schrieben mich einige Zuschauer an, dass sie gerne wissen würden, welche Videos meiner Meinung nach denn die besten seien. Also habe ich die spannendsten Fälle, die ich auf dem Kanal finden konnte, zusammengeschnitten, damit neue Zuschauer gleich den besten Content sehen können und alte Zuschauer vielleicht ein paar Fälle nachholen können, die sie verpasst haben. Hier sind also die meiner Meinung nach spannendsten Fälle der Geschichte. Vieles ist nicht bekannt über das frühe Leben von Algarat. Er wurde am 12. August 1978 in San Francisco geboren. Sein eigentlicher Name war damals noch John Alexander Lawson. Seine Eltern waren Timothy und Cynthia Lawson. Beide waren seit 1971 verheiratet. Sie lebten noch zwei weitere Jahre in San Francisco, jedoch zählte San Francisco zu einer der teuersten Städte der Welt, weshalb die Familie im Jahr 1980 nach North Carolina umzog. Dort zeigten sich dann in den frühen Schuljahren schon Probleme bei dem Kind. Er schaffte die zweite Klasse nicht, weshalb er sie noch einmal machen musste. Zurückzuführen lässt sich das Ganze auf die zerbrechende Ehe der Eltern. Immer öfter gab es zu Hause Streits, die der Kleine mit anhören musste. Als er 8 Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden und der Vater zog zurück nach Kalifornien. 4 Jahre später heiratete die Mutter einen neuen Mann und die drei zogen in ein neues Zuhause. John hatte ganz eindeutig Probleme mit dieser Umstellung, da er bereits im Alter von 13 Jahren anfing, harten Alkohol zu trinken. Laut Gesetz darf man in weiten Teilen der USA erst ab einem Alter von 21 Jahren Alkohol trinken. Erneut blieb er sitzen, diesmal in der 9. Klasse. Da er keine Lust hatte, in diese Highschool das Jahr zu wiederholen, brach er die Schule ab. Eine normale Perspektive wäre es jetzt gewesen, sich einen Job zu suchen, aber auch darauf hatte John wenig Lust. Was er wollte, war es, illegale Substanzen zu kaufen, zu benutzen und selbst herzustellen. Zu dieser eher fragwürdigen Lebenseinstellung kam dann noch sein Interesse für das Okkulte dazu. Im Jahr 2002 ließ er seinen Namen offiziell von John Lawson zu Pazuzu Ila Algarat ändern. Pazuzu ist hierbei eine Anspielung auf den Film Der Exorzist. Bereits in seiner Kindheit wurde er mit Krankheiten wie Schizophrenie und Agoraphobie diagnostiziert. Agoraphobie ist besser bekannt als Platzangst. Zu Beginn konnte seine Mutter Cynthia ihm noch bei seinen Problemen helfen, jedoch ist die Behandlung in den USA sehr kostspielig, weshalb sie sich diese bald nicht mehr leisten konnte. Dies hatte zur Folge, dass Pazuzus Geisteszustand sich täglich verschlechterte. Er ließ sich das Gesicht und die Arme mit Tattoos übersehen und spitzte seine Zähne zu scharfen Fangzähnen an. Anderen Menschen erzählte er, dass er öfters Tiere opferte und dass er das Wetter steuern könnte. Ein Arzt sagte später, dass Pazuzu nur einmal im Jahr baden ging und sich jahrelang nicht die Zähne putzte, weil dies laut eigener Aussage die Abwehrkräfte des Körpers schädigen würde. Seine Haltung war eine klare Abwehr gegen den streng christlichen Ort, in dem er lebte. Seine Mutter ließ sich im selben Jahr noch von ihrem Ehemann scheiden. Ab diesem Zeitpunkt lebte Pazuzu mit seiner Mutter allein in dem kleinen Haus. Jeden Vollmond sollte seine Mutter dann einen Hasen für ihn in der Zoohandlung kaufen. Diesen nahm Pazuzu dann mit in den Wald, wo er dem Tier das Leben nahm und es aß. Laut eigener Aussage sei dies der größte Adrenalinschub in seinem Leben und er könnte sich nichts Besseres als das vorstellen. Trotz seiner verdrehten Art lockte er damit einige Menschen an. Sein damaliger bester Freund sagte später Folgendes über ihn aus. Er hatte einen verdrehten Charme. Diese Art von Charisma, die nicht jeden anspricht, aber bestimmte Menschen werden davon angezogen. Die Außenseiter, die Ausgestoßenen, Menschen, die am Rande leben oder leben wollten. Es war auch zu dieser Zeit, in der er eine feste Freundin namens Amber Birch fand. Gemeinsam nahmen sie an okkulten Ritualen teil und verbrachten viel Zeit auf dem örtlichen Friedhof.
Pazuzu war außerdem fasziniert vom Kultanführer Charles Manson. Er wollte auch so eine Familie haben wie Manson. Also lud er seine Freunde, aber vor allem junge Frauen dazu ein, bei ihm zu leben. Ihm war es egal, was sie bei ihm machten, Hauptsache sie waren da. Als diese Freunde mehr Zeit bei ihm verbrachten, machte er Crystal Matlock zu seiner zweiten Freundin. Er nannte beide immer seine Verlobten. Dadurch, dass es Pazuzu egal war, was sie in dem Haus machten, wurde es schnell verwüstet. Graffiti wurde an die Wand gesprüht und Möbel zerstört. Aufnahmen zeigen das Haus, welches an ein gewisses Grundstück in Bayern erinnert. Pazuzus Mutter akzeptierte den polyamorösen Lebensstil ihres Sohnes und lebte die meiste Zeit zurückgezogen in ihrem Schlafzimmer. An die Haustür klebte Pazuzu ein Schild, das sagte, dass die Polizei hier nicht willkommen sei. Der Ort sollte ein gesetzloser Ort sein, wo jeder das machen könnte, worauf er Lust hatte. Deshalb feierten sie auch oft wilde Partys. Bei einer Party erzählte Pazuzu dann, dass er schon einigen Frauen das Leben genommen hatte. Manchmal würde er sie sogar aufessen, behauptete er. Natürlich darf man hier nicht vergessen, dass Pazuzu unter starken Geisteskrankheiten litt. Deshalb glaubten ihm seine Freunde auch nie, wenn er von solchen Geschichten erzählte. Sie waren sich sicher, dass er diese Geschichten nur für Aufmerksamkeit erfand. Hätten sie die Warnsignale doch besser erkannt. Man kann sicher davon ausgehen, dass nicht alle Geschichten stimmten, die Pazuzu erzählte. Jedoch gab es zwei Männern, von denen er ab und zu erzählte. Der erste war Joshua Frederick Wetzler. Joshua und seine Frau Stacy lebten im Jahr 2006 in Virginia. Erst vor kurzem hatten sie sich eine eigene Farm gekauft. Diese Farm wollten sie nutzen, um sich selbstständig zu machen, indem sie Pferde dort hielten und trainierten. Joshua liebte Tiere, weshalb es für ihn schon immer ein großer Traum war, sich um sie zu kümmern. Dieses Glück sollte noch auf die Spitze getrieben werden, als Stacy ihm erzählte, dass sie schwanger sei. Im Jahr 2007 gab es aufgrund einer Finanzkrise allerdings Probleme mit dem Kredit, den die beiden dringend für ihr Unternehmen brauchten. Dies ließ das Paar in tiefe Schulden rutschen, weshalb sie im Jahr 2008 die Farm verkaufen und das Unternehmen schließen mussten. Auch ihre Beziehung litt extrem unter diesen Umständen. Sie entschieden sich für eine Beziehungspause und Stacy zog auf einen anderen Bauernhof, um dort zu arbeiten. Da Joshua Probleme hatte, einen neuen Job zu finden, fing er an, illegale Substanzen zu verkaufen. Die Polizei bekam irgendwann Wind davon und durchsuchte seinen Bungalow. Er wurde verklagt und verlor immer mehr Geld. Irgendwann überlegten Stacy und er dann, ob sie es nicht doch noch einmal miteinander versuchen sollten, weshalb sie ein gemeinsames Treffen ausmachten. Im Juli 2009 fand die Polizei dann das Fahrzeug von Joshua. Die Schlüssel steckten noch und die Tür war offen. Nur von ihm war keine Spur. Er meldete sich auch nicht bei Stacy in den folgenden Tagen. Sie ging davon aus, dass er sich vor der Polizei verstecken würde, weshalb sie ihn nicht als vermisst meldete. Joshua Wetzler wurde danach nie wieder lebendig gesehen. Der zweite Mann, von dem Pazuzu erzählte, war Tommy Welch. Tommy Welch lebte in North Carolina und er plante in dieser Zeit, sich wieder mit seinem Bruder Rusty zu treffen, weshalb sie am 3. Oktober 2009 verabredet waren. Rusty arbeitete die Spätschicht, weshalb sie sich auf ein Abendessen einigten. Gegen 18 Uhr an diesem Tag kam Rusty dann an seiner Wohnung mit frischen Pizzen an, jedoch war von seinem Bruder Tommy weit und breit nichts zu sehen. Als er bei ihm versuchte anzurufen, ging nur die Mailbox ran. Auch Tommy war spurlos verschwunden und wurde nie wieder gesehen. Zurück in Pazuzus Haus ging es für ihn so weiter wie immer. Das Haus wurde immer schlimmer zu einer Müllhalde und seine Angebereien darüber, dass er leblose Menschen in seinen Keller versteckt hätte, hörten nicht auf. Er erzählte seinen Freunden, wenn er high war, dass er einen Mann 6-mal anschoss und ihn dann unter Katzenstreu im Keller versteckt hatte. Einer Freundin von Pazuzu fiel dies merkwürdig auf, vor allem nachdem sie jemand mit Schaufeln am Kellereingang gesehen hatte. Also tat sie das einzig Richtige und rief endlich die Polizei. Die Polizei meldete sich dann bei Pazuzu und fragte, ob sie sich auf dem Gelände umsehen dürfen, da jemand erzählt hatte, er hätte jemanden im Garten vergraben.
Pazuzu sagte den Polizisten, dass er davon nichts wisse und sie auch nicht auf sein Grundstück kommen dürften. Die Polizei akzeptierte dies und fuhr zurück zur Station. Eine weitere Ermittlung war nicht geplant. Einen Monat später meldete sich erneut jemand bei der Polizei mit exakt der gleichen Information. Die Polizei ignorierte diesen Hinweis erneut. Dies machte die Frau wütend, die die Polizei informierte, weshalb sie mit einem Handy heimlich Aufnahmen davon machte, wie Pazuzu die Tat zugab und sogar erzählte, dass er jemanden vergraben hatte. Sie war sich nun sicher, dass dies Beweis genug war und ging erneut zur Polizei. Die Polizei ignorierte auch diese Aufnahme. Es sollte noch einmal bis 2010 dauern, bis sich Stacy, die Frau vom verschwundenen Joshua Wetzler, bei der Polizei meldete, da auch sie diese Gerüchte gehört hatte, dass Pazuzu ihren Ehemann getötet hatte. Nach diesem Hinweis ließ die Polizei sich endlich einen Durchsuchungsbeschluss für das Grundstück geben. Die Polizei durchsuchte das Grundstück mit Leichenspürhunden und fand nichts. Dies war kein Grund für Pazuzu, sich zurückzuziehen. Er machte weiter Party und während einer dieser Partys würgte er seine eigene Mutter so stark, dass sie Anzeige gegen ihn erstattete. Diese Anzeige ließ sie aber nach kurzer Zeit wieder fallen. Am 7. Juni 2010 fand man dann die Überreste eines afroamerikanischen Mannes in der Nähe eines Flusses. Die Polizei fing sofort an, den Täter zu suchen und fand schnell eine Spur, die zu einem Freund von Pazuzu führte. Der Freund wurde wegen Totschlags verklagt und Pazuzu bekam 5 Jahre auf Bewährung dafür, dass er seinen Freund vor der Polizei schützen wollte. Wenige Zeit später griff eine Freundin von Pazuzu seine Mutter Cynthia an. Auch in diesem Fall wurde niemand verklagt, da die Anzeige von Cynthia erneut fallen gelassen wurde. Grund dafür war nach eigener Aussage, dass sie Angst vor ihrem eigenen Sohn hatte. Im Jahr 2014 feierte Pazuzu mit seiner Familie erneut eine wilde Party, als Pazuzu einem Freund sagte, er hätte Lust, jemanden auf der Party das Leben zu nehmen. Der Freund war verwirrt und sagte dem vermeintlichen Opfer, dass es abhauen sollte, bevor Pazuzu ihm was antun könnte. Danach ging dieser Freund zur Polizei, um ihnen davon zu erzählen. Er liebte vielleicht extreme Partys, aber er würde nichts Verbotenes tun dafür. Diesmal beschloss die Polizei, das Grundstück noch einmal zu durchsuchen. Da niemand stören sollte, ließen sie das Grundstück auch räumen. Eine Bodycam hielt das meiste der Untersuchung fest. Für die Ermittler war es ein Mysterium, wie Menschen hier freiwillig leben konnten. Das ganze Haus war übersät mit Müll und Graffiti. Der Geruch ähnelte einer Kloake. Überall im Haus waren Käfer und Fliegen. Über 15 Katzen und 6 Hunde lebten zwischen diesen Müllbergen. Boy, this guy had a bad case of whatever they got. 4-step from the bottom is kind of loose, so okay. Be careful on you. That one. Im Garten sahen sie dann, dass der Boden uneben war. Sie fingen also an diesen Stellen zu graben und fanden das, wovon sie eigentlich gehofft hatten, es nicht zu finden. Die Überreste von 2 Männern waren unter der Erde versteckt worden. Beide waren in einem so schlechten Zustand, dass Forensiker Tage brauchten, um überhaupt herauszufinden, was sie vor sich liegen hatten. Später konnten beide Überreste als die von Joshua Wetzler und Tommy Welch identifiziert werden. Beide waren nun seit mittlerweile 5 Jahren verschwunden. Hätten sie auf die Hinweise der Freunde gehört,
hätte die Polizei die beiden Männer schon viel früher finden können. Die Motive hinter den beiden Taten sind nicht ganz klar. Zumindest bei Joshua konnte nie nachgewiesen werden, wie er zu Pazuzu kam. Tommy Welch hingegen wurde an einer Tankstelle von einer der Freundinnen von Pazuzu aufgesammelt. Gemeinsam fuhren sie zu Pazuzu, um dort Bier zu trinken. Als Tommy gerade auf der Couch saß, kam Amber Birch von hinten und nahm ihm mit einer Pistole das Leben. Sowohl Pazuzu als auch Amber Birch wurden verhaftet und wegen der Taten angeklagt. Es konnte während der Ermittlung auch festgestellt werden, dass die Mutter von Pazuzu von den Taten wusste und sogar anwesend war, als diese ausgeführt wurden. Die Mutter wurde nie angeklagt. Noch bevor der Gerichtstermin stattfinden konnte, nahm Pazuzu sich das eigene Leben. Amber Birch plädierte auf schuldig und bekam eine Haftstrafe von 39 Jahren. Pazuzus andere Freundin, Crystal Matlock, plädierte im Jahr 2017 ebenfalls auf schuldig, da sie bei der Planung der Taten geholfen hatte und der Polizei dies verschwiegen hatte. Sie bekam eine Haftstrafe von 3 Jahren. Und die Frage bleibt, ob man all dies hätte verhindern können, wenn Pazuzu die Hilfe bekommen hätte, die er brauchte. Nur aufgrund von Geld konnte einem kranken Menschen nicht geholfen werden und viele andere mussten darunter leiden. Die Polizei ignorierte jeden Hinweis. Seine Freunde ignorierten, was er erzählte, weil sie dachten, er würde lügen. Sogar seine eigene Mutter gab sich seiner Krankheit hin. Es konnten bis heute keine weiteren Opfer gefunden werden, jedoch sprach Pazuzu immer von viel mehr Opfern. Im Jahr 2017 wurde das Haus des Horrors abgerissen. Wenn ihr noch viel detailliertere Informationen zu diesem Fall wollt, gibt es eine 5-stündige Doku auf YouTube, die von Vice produziert wurde. Sie ist zwar auf Englisch, war aber der große Leitfaden für dieses Video und dort werden viele ehemalige Freunde von Pazuzu interviewt und viele Originalaufnahmen gezeigt. Sucht hierfür einfach nach The Devil You Know. Es ist kurz nach 1 Uhr nachts, am 1. Februar 1979. Draußen ist es eiskalt und Schnee bedeckt den Boden von South Haven, Michigan, in den USA. Ein Mitarbeiter der Stadt ist gerade mit einem Schneeschieber unterwegs, als er im Licht seines Fahrzeuges etwas Auffälliges sieht. Von der Straße herunter führen frische Reifenspuren, als wäre jemand vor kurzem erst durch den Schnee gerast. Er folgt den Spuren bis zu einem abgelegenen Gebiet inmitten eines Waldes. Dort sieht er eine Hand, die aus dem Schnee ragt. Schnell wird ihm klar, dass er über einen Tatort gestolpert ist. Es sollte über 30 Jahre dauern, bis dieser Fall gelöst werden konnte. Die Überreste, die gefunden wurden, gehörten der 22-jährigen Janet Chandler. Janet Chandler wurde 1956 in Michigan als Kind von Jim und Glenna Chandler geboren. Ihre Eltern waren strenge Christen und auch Janet war sehr gläubig in ihrer Kindheit. Kurz bevor sie das College besuchte, schrieb sie Folgendes: Meine Ziele sind das zu erreichen, was Gott für mich will. Sein Wille ist es, dass ich einen Bachelor in Musik erreiche und dann meinen Master. Ich hoffe, dass ich mal Lehrerin auf einer privaten christlichen Schule werden kann und nebenberuflich in einem Theater oder einer Oper tätig sein kann. Als sie noch ein Kind war, sang sie oft in ihrem Zimmer und Nachbarn versammelten sich vor ihrem offenen Fenster, um ihr zu lauschen. Alles in allem war sie ein fröhlicher Mensch, allerdings war sie auch sehr sensibel. Ein ehemaliger Lehrer von ihr sagte, dass sie öfters weinend aus dem Unterricht rannte, wenn man sie kritisierte. Auch durfte Janet keine Kindergeburtstage besuchen, wenn im Haushalt zum Beispiel Alkohol getrunken wurde. Alles in allem kann man sagen, dass sie unter den strengen religiösen Ansichten ihrer Eltern aufwuchs und selbst auch ein sehr zurückgezogenes Leben führte. Holland, Michigan, passte auch zu ihrem Lebensstil. Die Straßenlampen dort waren im viktorianischen Stil gehalten und man bekam eine 50-Dollar Strafe, wenn man die Tulpen aus den öffentlichen Gärten pflückte. Irgendwann zog Janet dann mit ihrer besten Freundin Laurie Swank zusammen. Laurie Swank war außerdem ihr Chef im Blue Mill Inn, einem Hotel. Was danach, im Frühjahr 1979 passierte, war über 30 Jahre lang ein Geheimnis, welches keiner lösen konnte. Springen wir also ein paar Jahre vor, ins Jahr 2003.
Am Hope College in Holland gab es einen Filmkurs, geleitet von Professor David Schock. Für ein Projekt unterhielt sich Schock damals mit einem Polizisten in Rente, als er ihn fragte, ob es einen Fall gäbe, den er gerne gelöst hätte. Dieser erzählte sofort, dass am 1. Februar 1979 die Überreste einer jungen Frau gefunden wurden. Später fand man heraus, dass es sich dabei um die 22-jährige Janet Chandler handelte. Sie wurde erwürgt, hatte Wunden an ihren Armen und Rückstände von Klebeband im Gesicht. Man hätte nie herausfinden können, was mit ihr passiert war. Kurz vor ihrem Fund gab es einen Anruf bei der Polizei, bei dem ein Mann erzählte, dass jemand in das Blue Mill Inn eingebrochen sei und Janet entführt habe. Danach nichts mehr, obwohl man über 60 Zeugen befragte und nie aufgehört hatte zu suchen. Dies war Grund genug für Schock, mehr über diesen Fall zu erfahren und eine Dokumentation über Janet Chandler zu drehen, um eventuell neue Hinweise zu finden. Kurz nach dem Treffen mit dem Polizisten schrieb er eine E-Mail an die Eltern von Janet. Diese erklärten sich bereit, für die Dokumentation vor der Kamera über ihre Tochter zu sprechen. Die Eltern waren dabei relativ gelassen und erzählten, dass Janet die religiöseste aus der Familie war. Sie hatte noch zwei weitere Brüder. Weiterhin erzählte er Geschichten aus ihrer Kindheit und wirkte dabei sehr fröhlich, bis er anfing, über das Blue Mill Inn zu sprechen. Er hätte damals schon gemerkt, dass ihr Job im Blue Mill Inn sie verändert hatte. Er sagte, dass er sich gewünscht hätte, mehr Fragen gestellt zu haben oder ob er ihr irgendwie hätte helfen können. Dies löste viele Gefühle in den Filmstudenten aus. Sie wollten den Eltern unbedingt dabei helfen, diesen Fall zu lösen. Schock sagte nur: "Ich kann ihnen nichts versprechen, außer dass dies sehr schmerzhaft wird. Ich möchte nicht, dass sie glauben, dass wir nur durch eine Dokumentation einen Fall aus dem Jahr 1979 lösen können." Der Ort Holland hatte sich seit 1979 sehr verändert und sie wollten ein genaues Bild in ihrer Dokumentation wiedergeben, weshalb sie sich zur lokalen Bibliothek aufmachten. Sie hatten nur 4 Monate Zeit, diesen Film zu produzieren und mussten nun herausfinden, wie das Leben zu Zeiten von Präsident Carter war und als der Walkman von Sony das neue große Ding war. In den späten 70er Jahren gab es in Holland eine große Farbfabrik der Firma Chemetron. Die Gewerkschaft der Arbeiter wollte für besseren Schutz der Mitarbeiter und bessere Löhne kämpfen, also wurde im Winter 1978 ein Generalstreik ausgerufen. Viele dieser Proteste waren aber nicht friedlich, weshalb die Firma Chemetron eine private Security-Firma namens Wackenhut anheuerte, um für Sicherheit zu sorgen. Wackenhut ist eine Sicherheitsfirma, die heute besser bekannt ist als G4S Security. Beschwerden und Kontroversen über diese Firma sind dabei so groß, dass es eine eigene Wikipedia-Seite gibt, die sich nur mit dieser Thematik beschäftigt. Während des Streiks im Jahr 1978 kam es immer wieder zu Ausschreitungen zwischen Protestanten und der Security. Da diese Wachmänner nicht aus der Gegend kamen, brauchten sie einen Ort zum Übernachten. Chemetron wählte hierbei das Blue Mill Inn aus, der Ort, an dem auch Janet Chandler arbeitete. Janet selbst hatte noch eine Seite, die ihre Eltern nicht kannten. Als sie gerade 17 wurde, lernte sie einen Mann kennen, mit dem sie auch schlief. Er war deutlich älter als sie und nutzte ihre Naivität aus. Janet jedoch lernte dadurch eine Lektion, nämlich, dass sie für ihre Sünde nicht direkt in die Hölle gehen würde. Also fing sie an, ihre Sexualität offen auszuleben. Sie und ihre beste Freundin Laurie Swank fingen öfters mit Hotelgästen Affären an, darunter auch einige Wachmänner der Wackenhut-Firma. Das Filmprojekt lief soweit gut. Sie drehten Interviews mit ehemaligen Freunden von Janet, den Eltern und ihrem Bruder Dennis. Der Bruder sagte ebenfalls, dass Janet sich veränderte, nachdem sie anfing, im Blue Mill Inn zu arbeiten. Er hatte die Befürchtung, dass sie dort Experimente machte, wahrscheinlich mit Drinks und Männern. Danach wurden einige Polizisten befragt, die die Fakten des Falles darstellen sollten. Ein grauhaariger Polizist erzählte, dass sie am 31. Januar 1979 einen Anruf bekam von einem Wackenhut-Wachmann, der sagte, dass er gerade mit Janet telefoniert hatte, als ein Mann in das Hotel einbrach. Des Weiteren hätten einige Zeugen behauptet, einen Mann gesehen zu haben, der Janet in einen Jeep warf und mit ihr wegfuhr. $500 wurden ebenfalls aus der Kasse gestohlen. Man ging also von einem Raub und Entführung aus, bis am nächsten Tag der Körper von Janet im Schnee entdeckt wurde. Jeder Gast des Hotels wurde damals befragt,
Allerdings war DNA-Forschung noch einige Jahre entfernt und es gab viel zu wenig Beweise, um jemanden anzuzeigen. Kurze Zeit später endete der Streik auch und viele hauten aus dem Ort einfach ab. Darunter auch die beste Freundin von Janet, Lori Swank. Der Film endete damit, dass der Vater von Janet eine Nachricht an das Publikum sendete, in der er sagte, dass er in seiner Lebenszeit den Täter bestraft sehen möchte. Der Film war fertig, die Studenten aber frustriert. Sie waren kein Stück näher an der Lösung des Falles gekommen. Sarah, eine Studentin, sagte: "Wir wollten den Chandlers Frieden bringen, aber haben nur noch mehr Fragen aufgeworfen." Kurze Zeit später wurde der Film in einem lokalen Kino am 30. Januar 2004 gezeigt. Es war an diesem Tag komplett ausgebucht. Einer der Personen im Publikum war John Krutoff. Er war im Jahr 1979 gerade frisch Polizist geworden und hatte den Fall aus nächster Nähe mitbekommen. Nachdem er den Film sah, wusste er, dass er den Fall neu aufrollen musste. Wenige Zeit später kam es dann auch dazu, dass der Fall offiziell aus den Akten herausgeholt wurde und eine neue Taskforce gegründet wurde, die von David van Lopik angeführt wurde. Van Lopik war 45 Jahre alt und hatte schon viele Dienstjahre hinter sich. Er selbst sagte, dass er sich verpflichtet gefühlt hatte, diesen Fall zu lösen. Zwischen dem April und Juni 2004 wurden alle Akten zum Fall neu betrachtet. Schnell merkten sie, dass Janet ein gigantisches Puzzle war für das Team. Durch ihr geheimes Doppelleben war es schwer, genaue Informationen über sie zu bekommen. Also fingen sie bei der besten Freundin von Janet an und flogen nach Pennsylvania, um mit Lori Swank zu sprechen. Swank war mittlerweile in ihren 40ern und arbeitete als Krankenschwester in einem Krankenhaus. Sie erzählte, dass Janet musikalisch begabt war und eine liebevolle Person war. Sie erzählte außerdem erstmals von Janets anderer Seite und ihren Affären mit dem Wachpersonal. Dies war zwar äußerst interessant, allerdings mussten sie noch mit weiteren Personen sprechen. Als nächstes war der Mann dran, der den Notruf damals tätigte. Sein Name war Robert Lynch. Er war damals 39 Jahre alt gewesen und lebte im Blue Mill Inn während des Streiks. Er war einer der ältesten Wachmänner zur damaligen Zeit und gehörte daher nicht zum inneren Kreise. Nach dem Vorfall gründete er mit seiner Ehefrau eine Schule und bekam zwei Kinder. Nun war er 65 Jahre alt und Alkoholiker. Dies fiel Van Lopik direkt auf. Jeden Tag trank er mehrere Flaschen harten Alkohol. Sie mussten ihn einige Male interviewen, bis er die Bombe platzen ließ. Janet arbeitete am 31. Januar 1979, wie fast jeden Tag, im Blue Mill Inn. Plötzlich tauchte eine Frau namens Cheryl Roos im Hotel auf, die wutentbrannt war. Sie behauptete, dass Janet mit ihrem Freund geschlafen habe, der ebenfalls für Wackenhut arbeitete. Sie hätte ihn eines Abends angerufen und ihn gebeten, zur Rezeption zu kommen. Dort hätte sie dann nackt auf ihn gewartet und ihn verführt. Die beiden stritten so laut, dass man es im ganzen Hotel hören konnte. Doch diese Frau war nicht die einzige, die wütend auf Janet war. Auch ihre beste Freundin Lori Swank war sauer auf sie, denn Janet hatte mit dem Oberwachmann Arthur Piver geschlafen, obwohl Swank doch auf ihn stand. Also ging sie zu Piver und erzählte ihm, dass Janet mit fast jedem Wachmann vor Ort geschlafen habe und er nichts Besonderes sei. Dies machte Piver auch extrem wütend. Es gab nun also einige Menschen, die am Abend des Verschwindens in Frage für das Verbrechen kommen würden. War es Cheryl Roos, die sich an ihr rächen wollte für die zerstörte Beziehung? War es Lori Swank, die sich an ihr rächen wollte für ihr lockeres Verhalten gegenüber Männern? War es Arthur Piver, der sie aus Eifersucht aus dem Weg schaffen wollte? War es Robert Lynch, der vielleicht nur so starker Alkoholiker war, um etwas zu vergessen? Oder war es jemand komplett Fremdes? Die Antwort ist wohl eine der grauenhaftesten Erzählungen, die es jemals auf diesem Kanal gab. Während seiner Befragung sagte Lynch, dass er sein ganzes Leben bereuen würde. Er hätte einige Dinge getan, über die er nicht sprechen wolle. Er würde nicht trinken, um zu vergessen, sondern um vor allem wegzulaufen. Gemeinsam mit Van Lopik schauten sie sich die Dokumentation über Janet an. Dies war der Moment, den Lynch brach, und er fing an zu reden.
Es sollte Monate dauern und extrem viele Befragungen, bis ein klares Bild der Nacht vom 31. Januar 1979 entstand. Lynch kam gerade von der Beerdigung seines Vaters. Seine Laune war im Keller. Die letzten Worte seines Vaters waren, dass er sich doch einen anderen Job suchen sollte. Nun wollte er einfach nur schlafen gehen. Er hatte gehört, dass einige Wachmänner eine Überraschung für Janet geplant hatten. Der Sinn dieser Überraschungsparty sollte sein, dass die Männer sich alle an Janet vergriffen und sie rumreichten, um ihr eine Lektion zu erteilen. Lynch selbst war gegen 2 Uhr nachts in seinem Zimmer, als das Telefon klingelte. Ein Wachmann rief an, um ihn zu fragen, ob er helfen könnte, Janet aus ihrem Büro in das Gasthaus zu locken, wo Piper wartete. Lynch machte sich auf den Weg zur Lobby, wo die Ware stand, und Janet sagte, dass sie eine Party für sie organisiert hatten. Janet ließ sich daraufhin von der Wache die Augen verbinden. Lynch folgte ihnen nicht, denn er musste am nächsten Morgen um 6 Uhr anfangen zu arbeiten, weshalb er Schlaf nachholen wollte. Er hatte aber die Idee, dass er den anderen Wachen ein Alibi verschaffen könnte, indem er die Polizei anrief und ihnen sagte, dass jemand gerade in das Büro einbrechen würde. Daher sollte der Wachmann auch noch Geld aus der Kasse stehlen, damit es wie ein Überfall aussah. Lynch ging ins Bett, stand morgens um 6 Uhr auf und machte sich auf den Weg zu Piper, um zu sehen, wie die Party lief. Was genau in dieser Nacht passierte, ist unklar. Lynch sagte, dass er am nächsten Morgen Janet in einer Ecke sitzen sah, mit Klebeband über den Mund und glasigen Augen. Sie stand wahrscheinlich unter Schock. Um sie herum tanzten knapp ein Dutzend Angestellte von Wackenhut und mindestens 5 Dienstmädchen des Hotels, darunter auch Laurie Swank und Cheryl Cruz. Er blieb auf der Party und nach kurzer Zeit wurde Janet einen Gürtel um den Hals gelegt und sie brachten sie ins Schlafzimmer, wo alle 12 Männer unaussprechliche Dinge mit ihr anstellten. Zum Schluss war Lynch dran, der unter Jubel das Unaussprechliche tat. Jedoch zog er zu fest an dem Gürtel, was Janet langsam das Leben nahm. Als die Party zu Ende war, merkten sie, dass sie ihr das Leben genommen hatten. Nicht einer der Verdächtigen war schuld, sondern alle. Piper hatte während des ganzen Geschehens immer wieder Fotos gemacht, damit keiner auf die Idee kommen würde, damit zur Polizei zu gehen, denn dann würden alle in das Gefängnis kommen. Dies ging sogar so weit, dass Piper in den Jahren darauf immer wieder mit Wachmännern bei den Beteiligten auftauchte und sie bedrohte und einschüchterte. Nach dem Geständnis von Lynch fuhr die Polizei direkt zu Laurie Swank nach Hause, die alles zugab. Sie ging einen Deal mit der Polizei ein, dass sie gegen alle anderen aussagen würde für eine geminderte Strafe. In Pivers Haus wurden außerdem die Fotos gefunden. Vor Gericht sprachen sich Lynch und Swank dann offen gegen alle anderen Männer aus. 2007 wurde dann ein Urteil verkündet. Piper wurde schuldig gesprochen wegen Mordes ersten Grades. 2013 verstarb er im Gefängnis. 3 weitere Männer bekamen eine lebenslange Haftstrafe. Laurie Swank bekam eine 10-jährige Haftstrafe und ist mittlerweile wieder frei. Robert Lynch bekam eine 25-jährige Haftstrafe und sitzt noch immer im Gefängnis. Cheryl Cruz wurde freigesprochen. Der Rest der Männer konnte nie aufgespürt werden. Sie werden wohl nie bestraft werden für diese Tat. Dieser Fall zeigt, wie weit Eifersucht gehen kann, vor allem in Zeiten, in denen es einer Frau gesellschaftlich nicht gestattet war, ihre Vorlieben frei auszuleben. Selbst heute bekommen Frauen, die mit vielen Männern ihre Nächte verbringen, Beleidigungen und Drohungen zu hören. Hoffentlich helfen solche Fälle, dass es irgendwann einmal anders sein wird. Wenn Beziehungen enden, dann geht das entweder friedlich oder mit einer Menge Streit. Die verletzten Partner versuchen sich dann gegenseitig oft eins auszuwischen. Im heutigen Fall sollte dies auf die Spitze getrieben werden. Unsere heutige Geschichte spielt sich auf Teneriffa ab. Teneriffa ist die größte der Kanarischen Inseln, eine Inselgruppe westlich von Marokko, die zu Spanien gehört. Die größte Stadt ist Santa Cruz mit 205.000 Einwohnern. Zusammen mit der Stadt Las Palmas ist Santa Cruz eine der Hauptstädte der Kanarischen Inseln. Die Wirtschaft Teneriffas basiert auf Tourismus und Freizeitgestaltung.
Genau dort, in Santa Cruz, wurde am 31. Oktober 1983 ein Mann namens Tomás Gimeno geboren. Er hatte zwei ältere Schwestern, Monika und Maria. Seine Familie war eine der reichsten auf der Insel. Sein Vater besaß mehrere Bananen- und Kakteenplantagen, die sich schon seit Generationen im Besitz der Familie befanden. Außerdem gehörte dem Vater eine der vielen Clubs der Insel. Des Weiteren nahm er von 1975 bis 1992 an über 70 Rallye-Rennen auf der Insel teil. Dabei fuhr er einen roten Mercedes 190e. Die Mutter hingegen war ein ehemaliges Model und Gewinnerin von Schönheitswettbewerben. Auch ihr gehörten einige Immobilien auf der Insel. Die drei Geschwister wuchsen äußerst privilegiert auf und hatten zahlreiche Möglichkeiten, sich zu entfalten und ihren Weg im Leben zu finden. Die Schwestern von Tomás nutzten diese Möglichkeit sogar komplett aus. Monika ist heute eine erfolgreiche Anwältin, die seit 2014 eine eigene Kanzlei besitzt. Vorher arbeitete sie für renommierte Anwaltskanzleien. Maria hingegen arbeitet als Direktorin für institutionelle Beziehungen bei Cayama, einer auf Finanzen und Versicherung spezialisierten spanischen Kreditgenossenschaft. Tomás hingegen folgte seinen Schwestern nicht auf dem Weg einer Karriere. Um genauer zu sein, folgte er ihnen nicht einmal auf dem Weg, ein verantwortliches Leben zu führen. Im Gegensatz zu seinen Schwestern hatte Tomás im Jahr 2021, als er 37 Jahre alt war, nicht einen einzigen Tag in seinem Leben gearbeitet. Während seine Schwestern in jungen Jahren studierte, verbrachte er seine Tage mit Kartrennen, Segelboot oder Jetski fahren und Partys mit anderen reichen Teenagern. Unter diesen reichen Teenagern lernte er mit 15 Jahren ein junges, blondes Mädchen mit grünen Augen kennen. Ihr Name war Beatrice Zimmermann, sie wurde 1985 geboren und kam auch aus einer sehr reichen Familie. Auch sie ist spanische Staatsbürgerin, jedoch war ihr Vater aus Deutschland. In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich eine Freundschaft zwischen den beiden Teenagern, während sie in den teuersten Restaurants aßen, gemeinsam Auslandsreisen unternahmen, Golf oder Tennis spielten und Partys in teuren Villen feierten. Im Jahr 2003 wurden die beiden dann ein Paar. Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt 20 und 18 Jahre alt. Wie schon Tomás Schwestern war sich auch Beatrice darüber bewusst, dass sie durch ihre reiche Familie viele offene Türen im Leben hatte, die sie nutzen wollte. Sie beschloss, dass sie finanziell unabhängig werden wollte und sich eine eigene Karriere aufbauen wollte. Heute ist Beatrice Geschäftsführerin eines bedeutenden Getreideproduktionsunternehmens auf Teneriffa und hat außerdem wichtige Führungspositionen in zwei weiteren Unternehmen. Obwohl sie Tomás immer ermutigte, auch an seiner eigenen Zukunft zu arbeiten, hörte er nie auf ihren Rat. Stattdessen nutzte Tomás den Reichtum seiner Familie, um sich einem völlig hedonistischen Lebensstil hinzugeben, frei von jeglicher Verantwortung. Seine eigene Familie versuchte über Jahre hinweg, ihn davon zu überzeugen, wenigstens eine Universität seiner Wahl zu besuchen und einen Abschluss in Betriebswirtschaft zu machen. Seine Familie merkte aber irgendwann, dass ihre Versuche vergeblich waren und sagten, dass Tomás der verwöhnte Balg der Familie sei. Zu allem Übel konsumierte Tomás regelmäßig Alkohol und illegale Substanzen. Man sah ihn regelmäßig, viele Nächte pro Woche in Clubs. Im Laufe der Jahre ertrug Beatrice seine Verantwortungslosigkeit im Stillen. Zunächst hatte sie den Verdacht, dass er ihr in diesen wilden Nächten regelmäßig fremdgehen würde, doch später wurde ihr Verdacht mehr als einmal zur Gewissheit. Jedes Mal, wenn sie versuchte, ihn zu verlassen, bettelte er um noch eine Chance und versprach ihr, dass er sich ändern würde. Sie verzieh ihm jedes Mal, Tomás hielt aber nie sein Wort. Er fuhr nicht nur mit seinem unverantwortlichen Lebensstil fort, sondern wurde auch besitzergreifend und kontrollierend gegenüber Beatrice. Manchmal schlug er sie auch. Seine Aggressionen beschränkten sich dabei nicht nur auf den eigenen Haushalt. Er war auch bekannt dafür, dass er schnell aufbrausend war, besonders wenn er konsumiert hatte. Seine nächtlichen Ausflüge endeten oft in Schlägereien und mehr als einmal musste Beatrice ihn gegen Kaution aus einer Gefängniszelle befreien. Zu allem Überfluss war er auch noch in mehreren Diebstählen verwickelt und hatte unzählige Strafzettel für Verkehrsverstöße, die er nie bezahlt hatte. Das einzig Konstruktive in seinem Leben war seine Karriere im Kartsport, auch wenn seine Leistungen dort nie besonders gut waren und er sich nicht für die nationale Mannschaft qualifizieren konnte. Während einige seiner engen Freunde ihn als energiegeladen, extrovertiert und zielstrebig beschrieben, hatten viele Angestellte der Familie weitaus weniger freundliche Worte für ihn übrig. Arrogant und sprunghaft waren die beiden am häufigsten gebrauchten Bezeichnungen für ihn. Seine sportlichen Konkurrenten beschrieben ihn als einen Wettkämpfer mit einem starken Antrieb,
Jedoch sei er ein sehr schlechter Verlierer und noch ein schlechterer Gewinner. Er feierte seine Siege oft, indem er seine Gegner beleidigte und demütigte. In einem Fall, nachdem er ein freundschaftliches Tennismatch gegen einen Bekannten verloren hatte, schlug Thomas wütend den Tennisschläger auf den Boden. Oft gab Thomas Interviews nach seinen Rennen, bei dem seine wahre Persönlichkeit angedeutet wurde. Im Jahr 2011 bezeichnete Thomas in einem Interview sich selbst als den geborenen Gewinner. Des Weiteren äußerte er sich häufig chauvinistisch. Einmal wurde er gefragt, was seine Meinung zu One-Night-Stands sei, woraufhin er antwortete: "Es kommt darauf an, wie heiß sie ist. Ich brauche eine Garantie, dass sie kein Junkie ist. Ich mag meine Frauen clean." Trotz allem blieb Beatrice an seiner Seite, auch als Thomas 2014 fast an einer Überdosis starb und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Kurz daraufhin wurde Beatrice schwanger und am 14. März 2015 wurde ihr erstes Kind, ein Mädchen, das sie Olivia nannten, geboren. Gemeinsam mieteten sie eine gemütlich-ländliche Finca in der Nähe der Kleinstadt Igués, knapp 15 Autominuten von Santa Cruz entfernt. Am 12. August 2018 sollte Beatrice ihr zweites Kind auf die Welt bringen, jedoch kam es zu Komplikationen bei der Geburt und der Junge verstarb. Thomas war darüber sehr traurig und traumatisiert. Er war ein guter Vater für Olivia, obwohl er nicht damit aufhörte, seine Freundin zu betrügen und im Exzess zu feiern. Im Sommer 2019 wurde Beatrice dann ein drittes Mal schwanger. Noch während der Schwangerschaft beschloss sie, dass sie Thomas verlassen würde. Sie versicherte ihm, dass er weiterhin eine wichtige Rolle in Olivias Leben spielen würde. Ein Versprechen, das sie auch hielt. Während der Trennung erhielt Beatrice nicht nur die Unterstützung der eigenen Familie, sondern auch von der von Thomas. Seine Familie wusste, wie schlecht er Beatrice behandelte, dass er sie beschimpfte und schlug, weshalb die Familie sie ermutigte, sich um ihr eigenes Wohlergehen zu kümmern. Am 20. Februar 2020 wurde dann das zweite Kind geboren, ein Mädchen namens Anna. Genau wie bei Olivia liebte Thomas seine Tochter extrem, weshalb sie sich für ein geteiltes Sorgerecht entschieden. Olivia und Anna wurden daraufhin unzertrennlich und Olivia liebte ihre neue Schwester. Am Anfang dieser neuen Zeit lief alles gut. Beatrice zog aus und Thomas begann sich mit einer anderen Frau zu treffen. Diese Frau war die Leiterin des privaten deutschsprachigen pädagogischen Zentrums, das Olivia ab Herbst 2020 besuchen sollte. Er erfüllte außerdem weiterhin seine Verantwortung als Vater und die Mädchen waren Berichten zufolge glücklich in der Nähe ihres Vaters. Viele Nachbarn erinnerten sich daran und beschrieben ihn als liebevollen Vater, der mit den Mädchen auf den Spielplatz, an den Strand oder zum Mittagessen in ein Restaurant ging. Sie sahen zu keinem Zeitpunkt, dass die Mädchen Angst vor ihrem Vater hatten. Niemand dachte, dass er ihnen etwas antun könnte. Diese friedliche Dynamik änderte sich jedoch im Laufe des Sommers, als Beatrice begann, mit einem 26 Jahre älteren Belgier namens Erik Domp auszugehen. Der 61-jährige Erik war Inhaber von Tropical Fruit, einem Unternehmen, welches sich auf den Export exotischer Pflanzen spezialisiert hatte. Beatrice hatte Erik Jahre zuvor kennengelernt. Thomas war sehr wütend, als er erfuhr, dass Beatrice zu Erik in sein Haus gezogen war. "Ich will nicht, dass dieser alte Kerl etwas mit meinen Töchtern zu tun hat", sagte er einmal zu einem seiner Freunde. Außerdem beschuldigte er Erik ständig, dass er die Mädchen anfassen würde, obwohl es dafür nie Beweise gab. Daraufhin schrieb Thomas auch oft eifersüchtig und aggressiv SMSen an Beatrice über ihre Beziehung zu Erik und beleidigte sie ständig. Am Abend des 30. August 2020 kam es schließlich zu einer Eskalation. An diesem Tag folgte Erik seiner Ex Beatrice und den Mädchen zu einem teuren Restaurant. Irgendwann auf der Fahrt dorthin bemerkte Beatrice, dass sie verfolgt wurden. Erik parkte auf dem Parkplatz des Restaurants und versuchte, die drei so schnell wie möglich ins Restaurant zu bringen, jedoch parkte Thomas neben ihnen und stieg mit einem Golfschläger in der Hand aus und lief direkt auf Erik zu, um ihn damit zu verprügeln. Beatrice schrie um Hilfe, als sie versuchte, Thomas von Erik wegzuziehen, der sein Bestes gab, sich gegen die festen Schläge zu verteidigen. Dem Personal des Restaurants gelang es schließlich, Erik vor Thomas zu beschützen. Die Polizei wurde gerufen, aber als die Beamten eintrafen, war Thomas bereits vom Tatort geflohen. Der gesamte Angriff fand vor den Augen von Olivia und Anna statt. Erik musste mit Kopf- und Gesichtsverletzungen in einer örtlichen Notaufnahme behandelt werden. Seine Verletzungen waren zum Glück nicht schwerwiegend.
Sowohl er als auch Beatrice lehnten es ab, Anzeige gegen Thomas zu erstatten. Beatrice wollte nicht, dass Thomas aus dem Leben der Mädchen verschwindet, da sie sich in seiner Nähe geliebt und glücklich fühlten. Eines Tages, im Dezember 2020, rief Thomas bei Beatrice an, begann sie zu beschimpfen und drohte ihr derart, dass Beatrice sich veranlasst sah, ihn bei den Behörden anzuzeigen. Tatsächlich suchte sie eine Polizeistation auf, um eine einstweilige Verfügung zu beantragen, doch als sie dort ankam, ließ sie von dieser Idee wieder ab. Der Beamte, der sich um ihren Antrag kümmern sollte, versuchte sie davon zu überzeugen, aber Beatrice wollte nicht mehr. Dennoch stimmte sie zu, dass die Polizei sie wöchentlich anrief, um ihr Wohlbefinden zu überprüfen. Thomas ließ sie den Winter über in Ruhe, während die junge Mutter ihr Leben mit Erik weiterführte. Die letzte dieser telefonischen Kontrollen durch die Polizei fand im März statt. Beatrice sagte ihnen, dass alles in Ordnung sei. Am 19. März 2021 stürzte Thomas mit seinem Motorrad bei einem Motocross-Rennen auf einem Privatgrundstück. Dabei brach er sich 4 Rippen. Obwohl der Arzt ihm versichert hatte, dass die Rippenverletzungen außer Ruhe und Schmerzmittel keine weiteren Behandlungen erforderten, hatte Thomas so starke Schmerzen, dass er seinen Oberkörper kaum beugen konnte. Er konnte nicht einmal seine Tochter hochheben und auf den Arm tragen. Etwa Mitte April 2021 unternahm Thomas den ersten von vielen verdächtigen Schritten. Im August hat er einen nagelneuen schwarzen Alfa Romeo gekauft, im Wert von etwa 50.000 Euro. Nun hatte er aus irgendeinem Grund die Zulassung des Autos auf seinen Vater übertragen. Am Dienstagmorgen, dem 27. April 2021, rief er Beatrice an, um ihr mitzuteilen, dass er den Abend mit den Mädchen verbringen wolle. Sie wäre einverstanden damit, wenn er sie vor 21 Uhr zurückbrachte. Gegen Mittag holte er dann die beiden ab. Anschließend brachte er Olivia zur deutschsprachigen Sprachschule, wo Olivia bis 17 Uhr bleiben würde. Dann nahm er Anna und seinen Vater mit auf einen Spaziergang. Um 17 Uhr kehrte er zur Sprachschule zurück, um Olivia abzuholen, doch vorher ging er ins Büro seiner Freundin. Dort übergab er ihr ein kleines, mit Klebeband versiegeltes Päckchen mit der Anweisung, es nicht vor 23 Uhr zu öffnen. Die Frau wartete jedoch nicht so lange und öffnete es gegen 17.20 Uhr. Es enthielt einen Stapel Geldscheine im Wert von 6.200 Euro und einen vagen Abschiedsbrief an sie. »Bitte erinnere dich an mich für den, den ich war und nicht für das, was ich tat«, stand in dem Brief. Um 17.30 Uhr fuhr er Olivia zu ihrer Tennisstunde. Anschließend fuhr er zum Haus seiner Eltern und setzte Anna dort ab. Um 17.50 Uhr zeigte die Überwachungskamera am Pier in Santa Cruz, wo sein Motorboot stand, wie er in seinem weißen Audi ankam und den Motor seines Bootes kurz anschaute. Die Kamera zeichnete auch auf, wie er kurz vor 18 Uhr wieder ging. Um 18.30 Uhr holte er Olivia wieder ab und fuhr mit den Mädchen zu seinen Eltern nach Hause. Dort blieb das Trio bis etwa 19.30 Uhr. Thomas verabschiedete sich von seinem Vater mit einer langen Umarmung, die die Großeltern der Mädchen seltsam fanden. Er fuhr davon, während die Mädchen ihre Großeltern vom Rücksitz aus zum Abschied winkten. Sie waren die letzten Menschen, die Olivia und Anna lebend sahen. Um 21 Uhr ging Beatrice zum Haus von Thomas und rief ihn an, um nach den Mädchen zu fragen. Thomas sagte ihr, dass sie nicht zu Hause seien und dass er die Mädchen zum Abendessen ausgeführt habe und dass er sie später abliefern würde. 2 Stunden zuvor hatte Thomas ihr über WhatsApp eine kurze Audionachricht von Olivias Stimme geschickt, in dem die 6-Jährige ihrer Mutter an eine Besorgung erinnerte, die sie noch erledigen musste. Um 21.51 Uhr rief sie erneut bei ihm an. Thomas war sehr wütend und erzählte ihr, dass er die Insel mit den Mädchen verlassen hatte, bevor er auflegte. Sie rief ihn sofort wieder an. Diesmal sagte er, dass sie weder ihn noch die Mädchen jemals wiedersehen würde. Er sagte ihr, dass er irgendwo ein neues Leben beginnen würde und dass man sich um die Mädchen kümmern würde. Sie rannte daraufhin sofort zur Polizeiwache, um die Entführung zu melden. Während der Bericht auf dem Revier bearbeitet wurde, wiesen die Polizisten Beatrice an, ihn erneut anzurufen. Um 22.40 Uhr nahm Thomas erneut ab und sagte ihr nochmal, dass er sie nie wiedersehen würde. Er sagte ihr auch, dass er nicht zulassen könne, dass die Mädchen ohne ihn aufwachsen würden. Einer der Polizeibeamten bat Beatrice um ihr Telefon und sprach mit Thomas. Er wollte jedoch nicht mit dem Beamten sprechen und legte auf. Um 22.44 Uhr schaltete er dann sein Telefon aus.
Um 1.28 Uhr nachts antwortete er schließlich wieder auf die Anrufe. Auf Anweisung eines aus dem Revier anwesenden Kriminalpsychologen bat Beatrice ihn darüber nachzudenken, wie sehr die Mädchen ihre Mutter und ihre Großeltern vermissen würden. Thomas sagte ihr, dass er sich dessen bewusst sei, aber dass sie mit der Zeit darüber hinwegkommen würden. Um 2.05 Uhr rief er bei seinem Vater an, um ihm mitzuteilen, dass es ihm leid tue, aber dass er nun endlich in Frieden leben könnte. Um 2.11 Uhr sprachen Thomas und Beatrice ein letztes Mal miteinander und er verabschiedete sich von ihr. In den darauffolgenden Minuten rief er viele seiner Freunde und Verwandte an, um sich zu verabschieden und seinen Besitz zu verschenken. Der letzte dieser Anrufe war um 2.27 Uhr morgens. Die Guardia Civil nahm sich des Falles an und untersuchte die wahrscheinlichste Möglichkeit, eine Flucht über das Meer. Gleichzeitig wurde Videomaterial von allen Orten angefordert, an denen sich Thomas aufgehalten haben könnte, und mögliche Zeugen wurden befragt. Des Weiteren wurde eine Vermisstenmeldung herausgegeben. Dank der Videoüberwachung des Straßenverkehrs und der GPS-Daten von seinem Handy erfuhren die Ermittler, dass er nach dem Verlassen seines Elternhauses die 14 Kilometer zu seiner Finca in nur 6 Minuten fuhr. Das bedeutet, dass er sehr schnell fuhr, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 140 km/h. Eine Nachbarin erzählte den Ermittlern später, dass sie Olivia gegen 22 Uhr nach ihrem Vater rufen hörte. Der Audi A3 wurde auf der Rückfahrt zum Haus seiner Eltern gegen 21.05 Uhr erfasst, obwohl er weder geklingelt noch seine Eltern zur Rede gestellt hatte. Später in der Nacht fand sein Vater den Hund von Thomas, Otto, der im Garten herumlief. Offenbar hatte er den Hund heimlich dorthin gebracht. Er hinterließ dort auch zwei Bankkarten mit ihren PIN-Codes auf einem Klebezettel und die Schlüssel zu seinem neuen Alfa Romeo. Der Sportwagen wurde später neben einem Grundstück des Vaters 71 Kilometer entfernt gefunden. Die Auswertungen der Kameras zeigten, dass der Wagen am 27. April gegen 12.30 Uhr dort geparkt wurde, etwa 19 Stunden vor dem Verschwinden. Anschließend fuhr Thomas zur Anlegestelle zurück. Um 21.27 Uhr zeigte die Überwachungskamera dort, wie er erneut in den Audi stieg. Diesmal sah man, wie er eine Reihe von Gegenständen aus dem Auto in sein Boot lud. Er tut dies in insgesamt 3 Fahrten. Um 21.40 Uhr stieg er dann in sein Boot und fuhr auf die offene See hinaus. Um 23.21 Uhr wurde er von einem Motorboot der Küstenwache abgefangen. Er war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zurück nach Santa Cruz. Die Beamten wollten ihm zunächst einen Strafzettel geben wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre, aber sie ließen ihn mit einer Verwarnung davonkommen. Leider war die Küstenwache zu diesem Zeitpunkt noch nicht über den Fall informiert gewesen. Kameras zeichneten seine Rückkehr kurz darauf auf. Gegen 23.45 Uhr war Thomas in der Nähe gelegenen Tankstelle zu sehen. Er kaufte ein Handyladegerät, eine Schachtel Zigaretten und eine Flasche Mineralwasser. Kurz darauf ging er auf den Wachmann der Anlegestelle zu und fragte ihn, ob er sein Handy zum Aufladen in sein Büro legen könne. Der Wachmann stimmte zu. Um 12:30 nachts war Thomas erneut auf den Überwachungskameras zu sehen, wie er wieder in das Motorboot stieg. Er fuhr damit zurück aufs Meer. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Am Mittwoch, den 28. April um 17.47 Uhr, wurde das Boot 15 Kilometer südlich von Santa Cruz treibend aufgefunden, ohne dass jemand an Bord war. Im Wasser in der Nähe fanden sie den Kindersitz von Anna. Zur damaligen Zeit gab es 2 Theorien, was passiert war. Die erste war die, dass Thomas sich mit seinen Töchtern ins Ausland abgesetzt hatte. Die zweite war, dass er seinen Töchtern das Leben genommen hatte, bevor er sich selbst ins Meer stürzte. Zunächst gab es Anhaltspunkte, die für die erste Theorie sprachen. Er hatte nicht nur sein neues Auto auf seinen Vater übertragen, sondern in den Tagen vor der Tat hatte er auch 55.000 Euro zwischen seinen Bankkonten transferiert. Darüber hinaus hatte er an mehreren Geldautomaten insgesamt 70.000 Euro abgehoben. Er hatte auch versucht, ein Online-Konto bei einer Bank zu eröffnen, was nicht möglich war, weil die Webseite der Bank die Postleitzahl nicht erkannt hatte. Ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung wurde genehmigt. Die Einrichtung der Finca befand sich in einem ziemlich ungepflegten Zustand. Viele Spielsachen der Mädchen lagen verstreut umher, andere waren auf Plastiktüten gelegt worden. Der Swimmingpool war leer und schmutzig. In den darauffolgenden Tagen ergaben sich jedoch neue Anhaltspunkte für die zweite Theorie.
Das Boot wurde von den Ermittlern untersucht, als es wieder am Pier lag. Es fehlte der Anker. Das Handy befand sich auch nicht darin. Ein Luminol-Test ergab außerdem, dass sich auf dem Boden des Bootes möglicherweise Blut befand, jedoch konnte nicht eindeutig festgestellt werden, ob es menschlich oder tierisch sei. Sauerstoffflaschen und ein Sauerstofftauchgürtel, die zum Inventar des Bootes gehörten, waren nirgends zu finden. Außerdem hatte die Polizei zwei der zuverlässigsten Spürhunde Spaniens von Madrid nach Teneriffa bringen lassen. Junko, ein 2 Jahre alter spanischer Wachhund, der in der Lage war, Blutspuren in einem Kleidungsstück aufzuspüren, das bis zu 5-mal hintereinander mit Wasser gewaschen worden war, und Bill, ein 1-jähriger belgischer Schäferhund. Die Hunde waren zum Auto, dem Haus und dem Motorboot gebracht worden. An 3 Stellen des Hauses zeigten die Hunde positive Anzeichen, darunter ein Stück aufgewühlte Erde neben einem Baum im Rasen. Der Boden wurde 2-mal untersucht, jedoch wurde nichts gefunden. Die Ermittler behielten immer die Theorie im Hinterkopf, dass die Mädchen geflohen waren. Einem Freund von Thomas zufolge sagte er öfter, dass er nach Lateinamerika fliehen wollte. Bei den Ermittlern wurde nach möglichen Hinweisen in diese Richtung gesucht, aber die meisten Anstrengungen wurden auf die Suche nach Hinweisen auf dem Meeresboden gerichtet. Da die Kanarischen Inseln vulkanischen Ursprungs sind, reicht der Meeresboden in der Umgebung selbst in Sichtweite der Küstenlinie sehr tief. Aus diesem Grund hat das spanische Festland ein ozeanografisches Forschungsschiff geschickt, das am 29. Mai 2021 auf Teneriffa eintraf. Dieses Schiff war mit einem sehr leistungsstarken und präzisen Sonarsystem ausgestattet. Das Schiffsteam stellte einen Suchplan auf. Sie würden zu der Stelle im Meer fahren, an der das Telefon zuletzt geklingelt hatte, und von dort aus würden sie den Meeresboden in 500 Meter breiten Bahnen über das gesamte vermutete Gebiet absuchen. Dies war eine wirklich schwere Aufgabe. Aufgrund der vulkanischen Beschaffenheit des Geländes handelte es sich hier nicht um einen normalen flachen Meeresboden aus Sand und Schlick, sondern um eine zerklüftete Landschaft voller Geröll, Spalten und steiler Abhänge. Wichtige Beweisstücke könnten überall versteckt sein, vor allem an Stellen, an denen das Boot nicht suchen konnte. Am Montag, dem 7. Juni 2021, gegen 14 Uhr fand das Schiff eine Sauerstoffflasche und einen Bettbezug. Nachdem diese aus dem Meer aufgetaucht waren, wurde bestätigt, dass diese Gegenstände Thomas gehörten. Und dann, am Donnerstag, den 10. Juni, während der Erkundung des Meeresbodens im nördlichen Teil des Suchgebiets, fingen die Kameras etwas Schreckliches in der Dunkelheit ein. An einem Hang in 888 Metern Tiefe lag ein Bootsanker, an den einige Sporttaschen gekettet waren. Eine dieser Taschen war von innen aufgerissen und enthielt keinen Inhalt. Die andere war es nicht. Der beunruhigende Fund wurde dann vom Meeresboden auf das Boot gehoben. Sie öffneten den intakten Turnbeutel. Darin fanden sie die Überreste eines kleinen weiblichen Kindes, das in ein Handtuch gewickelt und in eine Plastiktüte gestopft war. Die Überreste befanden sich in einem Zustand der Verwesung, der jedoch nicht allzu weit fortgeschritten war, da die Wassertemperaturen dort unten zwischen 2 und 4 Grad lagen, was den Verwesungsprozess natürlich verlangsamte. Die Fingerabdrücke wurden untersucht. Noch am selben Abend wurde der Presse und den Medien die erschütternde Nachricht mitgeteilt, dass es sich bei den Überresten in dem Sack um die 6-jährige Olivia handelte. Von diesem Zeitpunkt an waren die Ermittler sich sicher, dass Anna das gleiche Schicksal ereilt hatte, und suchten nach ihren Überresten sowie nach denen von Thomas. Bis heute wurde keiner der beiden gefunden. Am Morgen des 21. Juni fand das Boot einige Kilometer südlich des Fundortes des Ankers 2 Sauerstoffflaschen. Sie wurden im Abstand von 45 Meter in einer Tiefe von 1331 Metern gefunden. Danach wurden keine weiteren Funde mehr gemacht. Am 1. Juli schließlich, nach einem Monat Suche, 192 Stunden Unterwasseraufnahmen auf einer Fläche von 250 Quadratkilometern, fast 6000 Mannstunden der Besatzung und Ausgaben in Höhe von 350.000 Euro, beendeten die Behörden die Suche und das Boot segelte zurück zum spanischen Festland. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass es sehr unwahrscheinlich sei, die Überreste von Thomas und Anna noch zu finden.
Nach ihrer Rückkehr nach Teneriffa erbrachte die Autopsie von Olivia eine Reihe von Ergebnissen, die dazu beitragen sollte, die Lücken in der chronologischen Kette der Ereignisse des 27. Aprils zu schließen. Allen Anschein nach wurde sie erstickt mit einem Kissen. Zunächst ging man davon aus, dass sie vorher mit Lorazepam betäubt worden war, da man eine leere Packung davon im Haus von Thomas fand. Jedoch ergab der toxikologische Bericht, dass sich keinerlei Spuren in Olivias Körper nachweisen ließen. Es handelte sich nicht um ein spontanes Verbrechen aus Leidenschaft. Thomas hatte die Tat an den Mädchen mindestens einige Tage vor ihrem Verschwinden geplant. Und er tat es aus einem einzigen Grund: um Beatrice auf die schlimmstmögliche Weise zu verletzen. Es war kalte und kalkulierte Rache und er tat es, weil Beatrice ihm in seinem narzisstischen und unreifen Denken Unrecht getan hatte, indem sie ihre Beziehung beendete. Die Rache setzte er durch Geldüberweisung in Gange. Am Abend des 27. Aprils eilte er zunächst zur Anlegestelle, um den Motor zu überprüfen. Thomas musste verdammt sicher sein, dass sein Boot ihn später in der Nacht bei seiner Flucht nicht im Stich lassen würde. Nachdem er vom Haus seiner Eltern zu seiner Finca zurückgekehrt war, erstickte er die Mädchen wahrscheinlich irgendwann zwischen 20 Uhr und 21.15 Uhr. Noch in seiner Wohnung wickelte Thomas die Überreste seiner Töchter in Badetücher und stopfte sie dann in Plastiktüten, bevor er sie in zwei Sporttaschen packte. Anschließend packte er Kleidung und andere Gegenstände, insgesamt in vier Reisetaschen und Aktenkoffer, und lud sie zusammen mit seinem Hund und den Überresten von Anna und Olivia in den Audi. Er fuhr dann mit seinen Töchtern bis zum Haus seiner Eltern, schlich sich in den Hinterhof und ließ dort seinen Hund Otto sowie ein paar Bankkarten zurück. Wahrscheinlich wollte er Geld an seine Eltern geben. Danach lud er die Überreste der Mädchen und sein Gepäck auf sein Motorboot, bevor er davonfuhr. Er fuhr damit bis zu einer Stelle, die etwa 10 Kilometer weit im Meer lag. An dieser Stelle fiel der Meeresboden viel steiler ab. Die Stelle war in der Vergangenheit als Schiffsfriedhof genutzt worden. Thomas wusste das, weshalb er sich für diese Stelle entschied, um dort den Anker mit den Turnbeuteln ins Wasser zu werfen. In seinem Plan würde Beatrice niemals einen Abschluss finden. Anscheinend schlug der Anker jedoch gegen den Hang, bevor er in noch tieferes Wasser abrutschte. Glücklicherweise wurde er durch einen Zusammenstoß mit den Überresten eines alten Frachtcontainers gebremst. Wäre dies nicht der Fall gewesen, wäre der Anker weiter in noch größere Tiefen abgerutscht. Vielleicht wäre er nie gefunden worden. Er fuhr daraufhin zurück, wurde fast von der Küstenwache erwischt und kaufte das Handy-Ladegerät. Der Wachmann versuchte ihn noch davor zu warnen, nach der Ausgangssperre noch einmal loszufahren, aber Thomas wies seinen Rat höflich zurück, wie er sagte. Er sagte ihm, er könne das nagelneue Handy-Ladegerät behalten, bevor er wegfuhr. Angesichts der Tatsache, dass er so viel Geld abgehoben und viel Gepäck in das Boot gepackt hatte, ist es wahrscheinlich, dass Thomas ernsthaft in Erwägung zog, in ein anderes Land zu fliehen. Sein letzter geistiger Zustand war jedoch wahrscheinlich von extremer Angst, vielleicht sogar von Reue geprägt. Wahrscheinlich warf er sein Telefon um 2.27 Uhr ins Meer. Möglicherweise legte er den Tauchergürtel an, rüstete sich mit Tauchsauerstoffflaschen aus und nahm sich selbst das Leben, indem er ins Meer sprang. Als Sporttaucher wusste er, dass der Stickstoff in seinem Blutkreislauf eine Narkose auslösen würde, wenn er weiter in die Tiefe abtauchte, was seinen Angst- und Überlebensinstinkt hemmen würde. Thomas' Körper war wahrscheinlich schon skelettiert, als das Boot nach seinen Überresten suchte. Der Fall ist derzeit geschlossen, da die Indizien auf den wahrscheinlichen Tod von Thomas Gimeno hindeuteten. Die spanischen Behörden sind jedoch nach wie vor offen für neue Hinweise, die dazu führen könnten, dass Thomas noch irgendwo lebt. Thomas ist derzeit 38 Jahre alt. Er ist 1,85 Meter groß, hat einen mittleren Teint und wiegt 75 Kilo. Er hat braunes Haar und braune Augen. Er wurde zuletzt mit dunklen Shorts und einem schwarzen T-Shirt gesehen. Thomas spricht Englisch und kann auch Deutsch. Wenn er noch lebt, könnte er sein Aussehen verändert haben. Beatrice Zimmermann ist weiterhin mit Erik verheiratet. Im Jahr 2022 trat sie das erste Mal wieder in das Rampenlicht, als sie verkündete, dass sie den Nachnamen ihres Ex-Mannes aus den Unterlagen der Kinder entfernen lassen würde. Des Weiteren kündigte sie an, dass sie erneut schwanger sei. Der heutige Fall spielt in Vancouver, genauer gesagt im Stadtteil Marpole.
Marpole ist der älteste Bezirk Vancouvers und behaust knapp 25.000 Einwohner. Die Gegend ist so alt, dass das erste Haus dort im Jahr 5 nach Christus gebaut wurde. Heute leben dort vor allem asiatische Menschen und die Stadt bemüht sich, vor allem junge Menschen in die Gegend zu locken. Es war in dieser Gegend, in der das Paar Diana und Richard Jones lebten. Diana war eine sogenannte Therapieberaterin und viele respektierten sie in der Gemeinde. Bevor sie nach Vancouver zog, studierte sie in Michigan an der Staatsuniversität. Im Jahr 1999 wurde sie dann Therapieberaterin und half Menschen mit körperlichen Behinderungen bei ihren Therapien. Wenn sie gerade nicht am Arbeiten war, tanzte sie in einer örtlichen Tanzgruppe namens Razzmatazz, bei der sie schon über 20 Jahre lang ein festes Mitglied war. Im Jahr 1987 hatte sie auch ihren langen Freund Richard Jones geheiratet. Zum Zeitpunkt des Falls waren die beiden über 40 Jahre lang verheiratet gewesen. Der 27. September 2017 fing für die Bewohner Vancouvers wie jeder Tag an. Die Menschen machten sich früh morgens auf zur Arbeit und die Bahnen waren gefüllt. Nur eine Person erschien an diesem Tag nicht zur Arbeit. Diana hatte sich weder krank gemeldet noch ihren Kollegen Bescheid gegeben, was extrem untypisch für sie war. Sofort versuchten ihre Kolleginnen und Kollegen bei ihr anzurufen, jedoch ohne Erfolg. Diana war 64 Jahre alt und hatte nur noch wenige Monate vor sich, bevor sie in Rente gehen konnte. Es wurde stundenlang versucht, sie zu erreichen, als nach mehreren Stunden aber immer noch keine Antwort kam, entschied sich ein Kollege namens Anthony dazu, zu ihr zu fahren und selbst nach dem Rechten zu sehen. Als Anthony dann an dem kleinen Haus ankam, sah er, dass die Hintertür geöffnet war und überall Blut zu sehen war. Sofort rief er die Polizei. When was the last time you were in touch with her? Oh, I would have seen her at work yesterday. A lot of co-workers were surprised that she hadn't called in sick. She's not on vacation. It's very uncharacteristic of her. And the back door is open. I think there's blood everywhere. I think I need someone to come over. I'm going to stay at the host. I don't think I should go in. I'm going to assume you need police and ambulance, ma'am. Front door is locked. Back door is open. There's a trail of blood coming, footsteps coming down the steps. And for what it's worth, man, there's a knife in the front pathway. It's in a plastic cover, right? But what kind of made me go around back is there is also a hatchet on the front yard with drops of blood. Wie im Notruf gehört, konnte man von außen schon erahnen, was vorgefallen ist. Ein Messer und eine Axt lagen auf dem Weg zur Straße und eine Spur führte bis zur Haustür, die abgeschlossen war. Doch irgendwann wurde Anthony doch neugierig und er schaute durch die Fenster hinein. Was er dort sah, sollte jedoch tausendmal schlimmer sein als seine Vorstellung. I peeked inside, there looks like there's blood all over the floor, man. I hope I'm overreacting. I hope it's just, I don't know. Im Inneren fand die Polizei dann die Überreste von Diana und Richard Jones. Jemand hatte sie brutal angegriffen und ihnen das Leben genommen. Ein Fernsehsender sollte am selben Tag noch diesen Beitrag hier ausstrahlen. Officers are combing a full city block, searching for any evidence after a double murder discovered Wednesday inside this Marpole home. Police found the bodies of 65-year-old Diana Ma Jones and her husband, 68-year-old Richard Jones. We haven't been able to create to discover a clear motive in this event. We don't know if it's targeted, we don't know if it's a random act. Die kleine Nachbarschaft war schockiert über diese Tat und die Polizei ging von Haus zu Haus, um nach Hinweisen zu suchen. Auch wurde eine Warnung ausgesprochen, dass man aufpassen sollte, da der Täter noch auf freiem Fuß war. Anfangs ging man von einem Einbruch aus, der schief ging. Zuletzt wurde Diana am Abend vor der Tat bei ihrer Tanzgruppe gesehen. Überwachungskameras bestätigten daraufhin, dass sie gesund und munter war. Es gab keinerlei Auffälligkeiten, weder bei ihr noch bei ihrem Ehemann, der dabei beobachtet wurde, wie er sich Essen in einem Supermarkt kaufte. Abends gingen die beiden dann noch gemeinsam aus und man ging davon aus, dass der Täter ihnen nach Hause folgte und ihnen direkt nach Betreten des Hauses das Leben nahm. An den Überresten wurden über 100 Wunden gefunden. Der Täter verbrachte also einige Zeit im Hause der Familie Jones. Auch zeigten Spuren im Haus, dass die beiden über den Boden gezogen wurden und es einen Kampf zwischen ihnen gab. Als der Täter diesen Kampf leider gewann, brachte er beide ins Badezimmer, wo er sie in die Dusche legte. Danach aß der Täter noch genüsslich einen Pfirsich und trank ein Glas Milch. Ob er sich damit beruhigen wollte oder ob es sich um einen kranken Psychopathen handelte, wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand.
Da man von einem Raub ausging, wurde geschaut, was fehlte, jedoch wurden nur ein paar Bücher und das Auto von Diana gestohlen. Sowohl ihr Geld als auch der Schmuck waren noch im Haus. Das Auto konnte wenige Stunden später in der Nähe auch gefunden werden, der Täter hatte es dort abgestellt. Was war also die Motivation für diese Tat? War der Täter ein Nachbar oder ein Bekannter? Unter den Fingernägeln von Diana fand die Polizei dann DNA-Reste, die dem Täter gehörten. Diese DNA wurde auch überall im Haus gefunden. Das Problem war nur, dass diese Reste zu keinem bekannten Täter in ihrem System gehörten. Es musste also jemand sein, der vorher unauffällig gewesen ist. Der Täter machte allerdings einige Fehler. Zum einen die DNA im Haus, zum anderen hatte die Axt noch einen Barcode an der Seite, wodurch sie zurückverfolgt werden konnte zu dem Geschäft, in dem sie gekauft wurde. Nicht nur das, sie konnten sogar die genaue Uhrzeit feststellen, an dem diese Axt gekauft wurde. Es war der 14. September 2017 gewesen, gegen 8:45 abends. Auf den Überwachungskameras sah man einen jungen Mann, der das Geschäft betrat, der dann eine Axt, ein paar Handschuhe und eine Mütze kaufte. Es war derselbe junge Mann, der später in Videoaufnahmen gesehen wurde, wie er das Auto von Diana irgendwo abstellte. Sie wussten nun also, wie der Täter aussah und wo er seine Waffe kaufte. Was fehlte, war jetzt nur noch die Identität des Mannes. Deshalb legte sich die Polizei auf die Lauer. Sie warteten in der Gegend rund um den Tatort und vor dem Geschäft, an dem die Axt gekauft wurde. Ein Monat nach der Tat sah ein Polizist dann einen Mann, der aussah wie auf dem Video. Da sie aber sicher sein mussten, dass er der Richtige war, verfolgten sie ihn in der Hoffnung, DNA-Proben von ihm zu bekommen. Sie fanden durch ihre Recherche heraus, dass sein Name Rocky Rambo Wee Nam Kam war. Rocky Rambo hatte keinerlei Verbindung zur Familie Jones, keinerlei kriminelle Vorgeschichte und auch sonst keine Auffälligkeiten. Er war für die Ermittler ein Niemand. Sie hatten nun also einen Hauptverdächtigen. Jetzt brauchten sie nur noch den endgültigen Beweis, um ihn verhaften zu können. Wie bereits gesagt, beschatteten die Ermittler ihn, wenn er die Wohnung verließ. Das Problem war, dass er so gut wie nie seine Wohnung verließ. 2 Wochen lang bemühten sich die Ermittler, Beweise gegen ihn zu sammeln, jedoch verließ er nur 3 Mal in 14 Tagen seine Wohnung. Sie mussten die Chance also nutzen, als er einkaufen ging. Ein verdeckter Ermittler sprach ihn also auf der Straße an und fragte ihn, ob er eine Wasserflasche für ihn öffnen könnte. Rocky Rambo zeigte sich hilfsbereit und wusste nicht, dass er gerade eine DNA-Probe abgegeben hatte. Labortests ergaben dann, dass es eine 100%ige Übereinstimmung gab. Er wurde sofort verhaftet und wegen der zweifachen Tat an den Joneses angeklagt. Rocky Rambo Wee Nam Kam wurde im August 1992 in Hongkong geboren. Er hatte eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder. Zum Zeitpunkt der Tat war er 25 Jahre alt. Als Teenager zog er nach Kanada und studierte Ökonomie in der Universität von Alberta. Im Jahr 2017 zog er dann nach Vancouver, um das große Glück zu suchen. Jedoch war er arbeitslos und hatte Probleme, einen neuen Job zu finden. Für seinen Mitbewohner war Rocky Rambo immer ein netter, zurückhaltender Typ gewesen. Als Nachrichtensprecher den besagten Mitbewohner jedoch befragen wollten, passierte das hier. Sie verhörten Rocky Rambo also, um seine Motivation herauszufinden und vielleicht auch ein Geständnis zu entlocken. Dabei erzählte er, dass seine größte Passion Videospiele seien. I want to play video games, but well, that's not much of a choice. No, we don't have a lot of video games, Rocky. That's true. Dein absolutes Lieblingsspiel hierbei war Skyrim, welches später nochmal wichtig werden sollte. Skyrim ist ein Videospiel, welches im Jahr 2011 veröffentlicht wurde. Im Spiel schlüpft man in die Rolle des Dragonborn, der die Welt vor einem uralten Drachen retten muss. Ich möchte hier allerdings nochmal ganz klar erwähnen, dass Videospiele keinen Einfluss auf die Taten in der echten Welt haben und Menschen, die viele Videospiele spielen, nicht zu kaltblütigen Tätern werden. Menschen, die solche Taten begehen, haben psychische Probleme, die aus unterschiedlichsten Gründen entstehen können. I think Chris has just gone to get you some water. Okay. So like I explained to you, your conversation there was private. I'm still recording this. I'm going to switch this off in a minute when I'm done. This interview room is being audio and video recorded. Okay. 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 And your full name, Rocky Rambo Wee Nam Kam.
Yes. Yeah, you're laughing. Why are you laughing? I don't like them. Oh. You don't like all of the names or some of the names? Rocky Rambo. Do you know Rocky Rambo? Well, I know a Rocky Rambo, yeah. You don't like Rocky Rambo, do you? Not much, no. No. Is that the... But that's obviously the name that your parents gave you. Yeah. Keith Amin. Huh? Keith Amin. Yeah. So, well. Oh, well. You know. Well, but everyone could... Yeah, after they know my name, they could surely know me, like Rocky Rambo. Who? Oh, that guy. When you meet people, you mean? Yeah. Oh, Rocky Rambo. Oh, do you know Rocky Rambo? Oh, sure. Yeah, that guy, right? Yeah, well, yeah, there's not, it's quite an unusual name. Here they are here. Do you recognize those folks? I have nothing to say. Yeah, go ahead. I have nothing to say. Okay. Come on, Rocky. That just can't be your response to this. Das komplette Verhör geht 9 Stunden und die meiste Zeit verweigert Rocky Rambo die Aussage. Deshalb beschließt die Polizei dann eine neue Taktik und wird ungeduldig mit ihm. Look at that and say, I'm good. I'm good. Don't worry about me. I know you got my DNA under her fingernails, but fuck her. Who gives a shit about her? Who gives a shit about this guy? I'm good. Like, how is that? Like, how are you doing that? How are you sitting there saying, no thanks? You know, Rocky, I can sit there and I can feel that you are feeling something. I can see that you're emotional. Why aren't you taking this chance to at least express remorse? Maybe today you're not ready to talk about the whole ugly story, but at least say you're sorry. For what? You're an animal. Er gab trotz allem die Tat nicht zu und wollte am liebsten mit allem nichts zu tun haben. I got you on video doing those things, so I don't want you to sit there thinking this is nothing. I don't have to worry about this. You have to worry about this, Rocky. It's not a laughing matter. Take some grass. Have a dinner. I'm gonna sit with you. I think you need company. No thanks. Anyway, I could make this end. You know, it's not going away. It's not going to end anytime. What was going through his head, quite frankly, your guess is as good as mine. We've got no information whatsoever to tie the victims to the accused. Das Verhalten des Jungen war für die Polizei äußerst merkwürdig. Er liebte Comics und Videospiele, verbrachte Tage und Nächte damit. Er hatte keinerlei Einträge oder Auseinandersetzung mit dem Gesetz. Und trotzdem gab es Videomaterial, das zeigte, dass er die Tatwaffe kaufte und das gestohlene Fahrzeug fuhr. Die DNA zeigte auch eindeutig, dass er am Tatort war. Es kam also zur Anklage und zur Verhandlung. Während der Verhandlung sagte seine Verteidigung dann das Folgende. Rambo Wainam Kam was soft-spoken. He appeared unemotional, his evidence a matter of fact. Kam's first language is Cantonese, but he chose to give his evidence in English. Kam told the court he was walking down the street September 26, 2017, when he saw Diana Ma Jones taking groceries out of her car. He said he pulled out his hatchet and a pocket knife while hiding behind a tree. I ran to the door. I believe she tried to close the door, but then I tried to bust my way in using force. As soon as Mr. Jones walked into kitchen, I stab him. I just keep stabbing him. It goes on for a while. Thought in my head, how come he didn't die? When he tried to stand up, I'm not sure if I stab him or push him to floor. Go to living room, pick up hatchet. I use hatchet and chopped him on the neck. Defense counsel Glenn Orris told the court Kam suffered from a mental disorder at the time of the killings. He thought he was in a video game. And within the game, he attacked and killed the couple. Defense says Kam has no prior history of violence.
Laut der Verteidigung dachte Rocky Rambo also den ganzen Abend über, dass er in Skyrim sei und auf einer Mission war, das Ehepaar auszurauben und ihnen das Leben zu nehmen. Während der kompletten Untersuchung erzählte er aber kein einziges Mal davon, dass er glaubte, in einem Videospiel zu sein. Das war auch der einzige Punkt der Verteidigung und die meisten glaubten ihm kein Wort davon. Genau deshalb bekam er auch lebenslange Haft mit einer Mindesthaftstrafe von 25 Jahren, bevor er einen Antrag auf Bewährung stellen durfte. Er war ein kaltblütiger, gefühlsloser Mensch in den Augen der Jury, der keinerlei Reue für seine Taten zeigte. Er kannte die Familie nicht und löschte wahllos sein Leben aus. Wahrscheinlich hatte er es geplant, an diesem Abend jemandem das Leben zu nehmen, nur war ihm die Wahl seines Opfers komplett egal. Viele fingen danach die alte Diskussion wieder an, ob Videospiele verantwortlich für die Taten waren und, wie bereits gesagt, gibt es viele wissenschaftliche Studien, die diese These widerlegen. Wären es nicht die Videospiele gewesen, hätte man wahrscheinlich die Comics oder etwas anderes dafür verantwortlich gemacht. Die Wahrheit ist aber, dass Rocky Rambo ein kranker Mensch war, der nur darauf gewartet hat zu explodieren. Colin Madsen liebt das Abenteuer. Dazu zählt es, neue Kulturen und Länder zu bereisen. In seinem frühen Erwachsenenleben hatte er bereits Orte wie China besucht und er sprach fließend Englisch, Russisch, Spanisch und lernte Japanisch und Isländisch. Die meiste Zeit seines Tages verbrachte er in der Natur. Ob Wandern durch tiefe Wälder oder das Erklimmen von hohen Bergen, keine Herausforderung war groß genug für Colin. Der heutige Fall spielt im Jahr 2016. Colin war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt und er lebte in einer russischen Stadt östlich von Moskau. Bereits 2013 war er dort angekommen. Er hatte unter anderem geholfen, eine Wanderstrecke durch die Gegend des Baikalsees aufzubauen. Da der Baikalsee der größte Süßwassersee der Welt ist, war die Gegend perfekt für Outdoor-Aktivitäten und zog eine Vielzahl an Touristen jedes Jahr an. Wenn Colin nicht gerade arbeitete oder die Kultur studierte, bestieg er selbst die Berge vor Ort und machte viele Erkundungen mit seinen Freunden. Oft übernachteten sie dabei auch in den Bergen mit Zelten, die sie mitschleppten. Ein weiteres Engagement, welches Colin hatte, war, dass er mit Greenpeace zusammenarbeitete. Greenpeace ist eine 1971 gegründete international politische Non-Profit-Organisation, welche sich für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz einsetzt und nach eigenen Aussagen mit direkten, gewaltfreien Aktionen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen von Menschen und Natur und Gerechtigkeit für alle Lebewesen kämpft. Das Ziel von Greenpeace in dieser Gegend war, die Natur zu erhalten, da die Industrie in der Nähe immer mehr versuchte, die Wälder abzuholzen und Fabriken aufzubauen. Am 27. März 2016 wollten Colin und drei weitere Freunde eine Wanderung durch die Gegend machen. Die Wandergruppe bestand dabei aus Colin selbst, einem weiteren amerikanischen Studenten namens Lucas und zwei weiteren russischen Studenten namens Pavel und Dimitri. Ihr Ziel war der sogenannte Love Peak, einer Bergspitze in 2 Kilometern Höhe auf dem Sayanberg. Der Weg war zwar nur 3 Kilometer lang, dafür anspruchsvoll. Die Gruppe war erfahren und hatte das nötige Equipment dabei. Es sollte also mehr als machbar für sie sein. Auf dem Weg dorthin übernachteten sie in einer kleinen Hütte, die unter Wanderern relativ beliebt war. Um 2 Uhr nachts am 28. März 2016 gingen die vier dann zu Bett. Um 5 Uhr morgens sollte ihr Wecker klingeln. Es war also eine sehr kurze Nacht für alle. Als Colins Freunde dann wach wurden, pünktlich zur ausgemachten Uhrzeit, waren sie überrascht, denn Colin war nirgends aufzufinden. Sein Rucksack war noch immer in der Hütte. Sofort fingen sie an, nach ihm zu suchen und ab hier wird der Fall immer mysteriöser. Irgendwann, um kurz nach 2 Uhr nachts, verließ Colin die Hütte, ohne den anderen Bescheid zu geben oder sie zu wecken. Die Freunde warteten morgens geduldig bis 7 Uhr. Vielleicht war er ja schon die Gegend voraus abchecken gegangen oder überprüfte alternative Routen, jedoch kam er nie zur Gruppe zurück. Panik machte sich in der Gruppe breit. Sie liefen verwirrt durch das kleine Dorf und fragten die Anwohner, ob sie Colin gesehen hätten in der Nacht. Die Dorfbewohner erinnerten sich nicht daran, ihn gesehen zu haben, weshalb die Sorge der Gruppe immer größer wurde. Colin war ein Profi, was das Wandern anging. Er würde sich nicht einfach so verlaufen oder verletzen, aber vielleicht gab es ja einen Unfall oder Schlimmeres.
Ein weiterer Faktor war, dass die Gegend extrem beliebt bei Wanderern war. Es gab kaum eine Abzweigung, in der man sich hätte verlaufen können. Die Freunde schrieben einen Zettel, auf dem stand: Colin, bleib hier. Wir sind gleich zurück. Sprich einen Nachbarn oder die Polizei an. Wir suchen dich. Danach gingen sie selbst zur Polizei, um den Vorfall zu melden. Die Polizei zeigte relativ wenig Interesse daran, Colin zu finden, was der Gruppe sofort merkwürdig erschien. Statt nach Colin zu suchen, sperrten die russischen Behörden die drei Freunde in einer Zelle für 20 Stunden ein, ohne ihnen Zugang zu Wasser oder Nahrung zu gewähren. Die Story wird noch krasser. Laut des Magazins Siberian Times sagte einer der drei danach Folgendes: Als Colin verschwand, versuchten wir den ganzen Tag die Polizei um Hilfe zu bitten. Obwohl wir alles erklärten, hatte die Polizei sofort die Theorie, dass wir oder er selbst für sein Verschwinden verantwortlich waren. Bereits in der ersten Minute war uns klar, dass die Polizei uns nicht leiden konnte. Sie mochten unsere Kleidung nicht und fanden es äußerst verdächtig, dass wir Bücher anstatt von Alkohol in unseren Taschen hatten. Die Version der Polizei war, dass wir Colin ermordet hatten und dann eine Orgie mit seiner Leiche gefeiert hätten. Sie äußerten außerdem Verdacht, dass wir danach den Körper zerstückelt und versteckt hätten. Nachdem die Freunde immer wieder beteuerten, unschuldig zu sein, konnte die Suche endlich weitergehen. Mittlerweile waren viel mehr Menschen an dieser Suche beteiligt als zu Beginn. Viele Freunde von Colin, die in Russland waren, schlossen sich der Suche an. Als Colins Familie davon erfuhr, reiste die Mutter umgehend nach Russland, in der Hoffnung, den Spuren nachzugehen und ihn vielleicht zu finden. Am achten Tag der Suche fand der Suchtrupp dann Colin. Sein Körper lag leblos in der Wildnis. Auf den ersten Blick erschien der Ort, an dem sein Körper lag, auffällig und der Gruppe fiel sofort einige merkwürdige Dinge auf. Zuallererst sah es nicht so aus, als wäre Colin abgerutscht und gefallen oder als wäre er verwirrt gewesen vor seinem Ableben. Er lag komplett flach auf dem Boden, mit beiden Armen ausgestreckt zur Seite. Seine Schuhe waren außerdem sauber geputzt und er hatte sie nicht gebunden. Des Weiteren trug er keine Socken. Neben ihm war ein großer Baum und der Boden war mit Gras bedeckt. Einige Quellen behaupten auch, dass seine Klamotten zerrissen waren und seine Hose leicht runtergezogen. Seine Augen und sein Mund waren außerdem geöffnet. In seinen Taschen fand man dann seinen Ausweis und seinen Geldbeutel, der mit einigen internationalen Währungen gefüllt war. Es schien also kein Diebstahl gewesen zu sein. Seine Habseligkeiten waren außerdem in einem sehr guten Zustand. Um genau zu sein, war sein ganzer Körper in einem guten Zustand. Er zeigte keinerlei Anzeichen von Verwesung. Russische Medien berichteten sofort nach diesem Fund, dass der amerikanische Student aufgefunden wurde und es sich um einen Wanderunfall handelte. Er sei wohl einfach unerfahren gewesen und nur ein naiver Junge, der sich zu leicht angezogen hatte und ganz klar nicht vorbereitet gewesen wäre. Natürlich waren Freunde und Familie sofort der Meinung, dass dies keinen Sinn machte. Colin lebte schließlich schon seit 2013 in Russland und war ein erfahrener Bergsteiger. Auch die Haltung, in der Colin gefunden wurde, entspricht nicht der eines Mannes, der angeblich erfroren war. Zusätzlich erklärt Erfrieren nicht, wieso seine Kleidung zerrissen war oder wieso er keine Socken anhatte. Colins Mutter gab dazu folgendes Statement ab: Er hätte niemals in völliger Dunkelheit eine solche Wanderung unternommen. Vor allem nicht ohne Socken und mit ungebundenen Schuhen. Er hatte sich so auf die Wanderung gefreut, die nur ein paar Stunden entfernt war. Es machte einfach keinen Sinn. Vor einem Jahr wurde er außerdem an den Knöcheln operiert, was dazu führte, dass er nur kurze Distanzen ohne Socken wandern konnte, denn die Schuhe rieben sich an den Narben, was ihn extrem nervte. Die Untersuchung des Falles dauerte nur sehr, sehr kurz von Seiten der russischen Behörden. Die offizielle Geschichte der Polizei war danach die, dass Colin in den Wald lief und erfror, nachdem er verbotene Substanzen zu sich nahm. Die Autopsie hingegen widersprach der Geschichte ganz klar. Nur minimale Reste von Gras wurden in seinem Urin festgestellt. Dies bedeutete, dass er in den Tagen vor seinem Verschwinden zwar geraucht hat, aber nicht am Tage seines Verschwindens und vor allem nicht in Mengen, die ihn verwirren würden in der Wildnis. Des Weiteren wurden keine Spuren von Alkohol in seinem Blut gefunden. Colins Freunde
wurden auch alle getestet und keiner von ihnen war positiv auf irgendeine Substanz. Trotz allem blieb die Polizei bei ihrer Geschichte. Weder durch den Einwand der Autopsie, noch durch die Aussagen der Freunde oder den Fakt, dass er die Gegend gut kannte, ließ sich diese beeindrucken. Und dass er die Gegend gut kannte, war nicht nur eine Annahme. Er war Gruppenführer einer Wandergruppe in der Nähe und hatte sogar einige Karten selbst angefertigt für diese Gegend. Allgemein soll es gar nicht möglich gewesen sein, dass er erfroren war, denn seine Freunde sagten, dass dieser Tag relativ warm war für die Gegend und Colin ein Thermoshirt trug, was mehr als geeignet für diese Gegend war. Laut den Freunden muss es eine andere Erklärung geben, die nicht untersucht werden wollte oder sogar verheimlicht wurde von den Russen. Ab hier setzt der Fall nochmal eine Schippe mehr auf den Mysterienberg hinauf. Der Körper von Colin wurde mit einem Flugzeug in die USA gebracht. Als er dort bei einem Bestattungsunternehmen einging, trug er starkes Make-up und hatte ganz andere Klamotten an als an seinem Fundort. Verwundert entfernte das Unternehmen dieses Make-up und sah, dass er Verletzungen an Händen und Gelenken hatte. In den offiziellen Berichten fehlte jede Spur von einer solchen Verletzung. Weitere Untersuchungen ergaben, dass es Spuren an Collins Kopf gab, die womöglich von einem Schlag mit einem stumpfen Gegenstand kamen. Mehrere unabhängige Quellen sagten sogar, dass Collins Fundort nicht der Ort war, an dem er verstarb. Jemand hatte ihn dort abgelegt. Kein Tier war an seinem Körper, er war nicht verwest und die Gegend, wo er gefunden wurde, wurde zuvor von der Gruppe bereits durchsucht. Er wurde nur knapp 1 Kilometer von dem Dorf entfernt gefunden. Unter keinen Umständen hätte ihn niemand dort liegen gesehen. Eine düstere Theorie entstand mittlerweile. Nämlich die, dass Colin gefoltert und geschlagen wurde von jemandem, der ihm danach das Leben nahm und in den Wald ablegte. Die Suche nach diesem jemanden schockierte dann das ganze Internet. Wie bereits am Anfang besprochen, war Colin in einer Kooperation mit der Organisation Greenpeace. Er half ihnen dabei schon seit einigen Monaten. Der Polizei gefiel gar nicht, dass Greenpeace in ihrem Ort war und Colin selbst wurde oft genau deshalb bedroht. Er solle aufhören, sonst. Die Anwohner bestätigten daraufhin, dass die Polizei mit Anhängern von Greenpeace sehr grob umging und eine generelle Antipathie für sie hegte. Während Demonstrationen ging die Polizei auch oft mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Meistens schon nach wenigen Minuten. Diese Antipathie sollte sich während der gesamten Ermittlung zeigen. Eine Dolmetscherin war in der Gegend, um der Familie zu helfen. Jedoch schrie ein Polizist sie an, beleidigte sie und spuckte ihr sogar ins Gesicht. Derselbe Polizist behauptete außerdem, dass Colin homosexuell war und seine Freundin nur hier seien, um mit ihm eine Männerorgie zu feiern. Beweise für diese Behauptung gab es keine. Jemals. Daher entstand die Theorie, dass die Polizei selbst Colin ermordete und in der Zeit, in der die Freunde eingesperrt waren, seinen Körper entsorgten. Danach fingen sie sofort an, eine Geschichte zu erfinden und versuchten den Freunden ein Geständnis zu entlocken, sodass der Fall so schnell wie möglich geklärt werden konnte. Deshalb war die Polizei auch so sauer, als sie nur Bücher fanden anstelle von Alkohol. Sie brauchten immerhin Beweise, damit ihre Geschichte Sinn machte, bevor sie selbst ins Rampenlicht kam. Wenn es also nicht die Polizei gewesen war, wieso behandelten sie die Freunde dann so und versuchten die Ermittlungen so gut es geht zu verhindern? Einer der drei, Lucas, wurde sogar von der US-Botschaft kontaktiert, dass er Russland so schnell wie möglich verlassen sollte. Aus Angst, in einem russischen Gefängnis zu landen, kaufte er sich innerhalb von 24 Stunden ein Flugticket und reiste zurück nach Hause. Doch auch für die Theorie, dass die Polizei schuld war, gab es keine offensichtlichen Beweise. Oder? Laut einigen Augenzeugen trug Colin am Abend seines Verschwindens eine Kette. Diese Kette war einzigartig, denn sie bestand aus einem Symbol mit vielen Schlangen darauf und einem Emblem aus dem Computerspiel Fallout 3. Als man Colin fand, trug er diese Kette nicht. Als man später aber seine Sachen der Mutter übergab, war die Kette plötzlich wieder da. Wo kam die Kette plötzlich her?
War dies ein eindeutiger Beweis, dass die Polizei etwas verheimlicht hatte? Die russischen Behörden betrachten diesen Fall heutzutage als geschlossen und es werden keinerlei neue Untersuchungen angestrebt. Unabhängige Ermittler glauben aber, dass dies gerade erst der Anfang im Fall Madsen sei. Ivan Pavlov, der Anwalt der Mutter, glaubt bis heute, dass die offizielle Todesursache nie geklärt werden konnte. Laut einigen Aussagen sei das Urteil nicht auf Fakten gestützt und es gäbe immer noch zu viele unbeantwortete Fragen. Warum verließ Colin Madsen um 2 Uhr nachts die Hütte? Warum nahm er kein Equipment mit? Wieso sagte er seinen Freunden nicht Bescheid? Der Autopsiebericht sagte außerdem, dass Colin eine volle Blase hatte, als er starb. Dies legt die Theorie nahe, dass er die Hütte nur verlassen hatte, um schnell auf Toilette zu gehen. Warum wurde sein Körper dann nicht auch dort gefunden? Am verwirrendsten bleibt aber der Fakt, dass man nicht genau sagen kann, wann Colin das Leben verlor. Wie schon erwähnt, zeigte er keine Verwesung und sein Körper lag auch noch nicht lange an diesem Ort. Wenn er also nicht in dieser Nacht sein Leben verloren hatte, wann dann? War es an dem Tag, an dem er gefunden wurde? Wenn ja, wo war er vorher? Hatte seine Arbeit mit Greenpeace etwas damit zu tun? War die Polizei vielleicht nicht schuld, aber wollte es trotzdem verschleiern, damit ihr Ruf nicht geschädigt wurde? Collins Mutter zumindest glaubt an diese Theorie, da es eine große Kontroverse über einen toten Amerikaner in Russland gegeben hätte. Auch die Theorien über andere Wanderer, die Dorfbewohner, seine Freunde oder dass er sich das selbst angetan hat, hat keine Beweise und erscheint daher erfunden. Collins Mutter glaubt noch fest daran, dass der Fall gelöst werden kann. Sie beschuldigt mittlerweile ganz offen die russischen Behörden, dass sie schuld daran seien, dass dieser Fall nicht gelöst werden konnte bisher. Sie hat eine Belohnung von $10.000 ausgeschrieben für denjenigen, der dabei helfen kann, den Fall zu lösen. Das Geld kommt hierbei aus ihrem eigenen Ersparten. Gerade in dieser Gegend Russlands ist es einfach, eine Straftat zu begehen. Das Wetter ist oft schlecht, die Wildnis groß und Spuren lassen sich leicht verwischen. Wenn Colin Madsen hier draußen umgebracht wurde, dann werden wir vielleicht niemals herausfinden, wer schuld daran war. Edmund Kemper wurde am 18. Dezember 1948 in Burbank, Kalifornien geboren. Seine Eltern waren Edmund Jr. und Clarnell Kemper. Er hatte noch eine ältere und eine jüngere Schwester und er stand seinem Vater sehr nahe. Im Jahr 1957 ließen seine Eltern sich dann aber scheiden, was ein schwerer Schlag für den Jungen war, da seine Mutter ihn und seine Schwester nach Montana mitnahm, weit weg von seinem Vater. Die Ehe der beiden war bereits seit vielen Jahren zum Scheitern verurteilt. Clarnell war Alkoholikerin, die an Borderline litt, was für den Vater irgendwann zu viel war, vor allem, weil die Mutter sich über den Job des Vaters lustig machte und ihn täglich beleidigte. Der Vater arbeitete zu dieser Zeit als Elektriker, was für die Mutter ein langweiliger und unmännlicher Job sei. Vorher war er Soldat und war sogar bei Atomwaffentests dabei. In diesem Alter fing Kemper auch an, soziopathische Züge zu zeigen. Er fing an, Feuer zu legen und spielte bizarre Rituale mit den Puppen seiner Schwestern durch. Er liebte es, den Puppen den Kopf abzureißen. In seiner Freizeit fing er dann noch an, seinen Hauskatzen das Leben zu nehmen. Dies tat er auf brutale Art und Weise und zögerte den Prozess meist lange heraus. Er liebte diese Fantasien und fantasierte auch darüber, dass man ihn als Erwachsener auf den elektrischen Stuhl setzen würde. In Rollenspielen mit seiner Schwester spielten sie diese Szenen auf dem elektrischen Stuhl nach. Dabei fesselten seine Schwestern ihn an einen Stuhl und legten dann einen imaginären Schalter um. Kurz darauf würde Kemper anfangen, auf dem Stuhl nachzuspielen, wie es sich wohl anfühlen würde. Clarnell dachte, dass Ed ein sehr merkwürdiges Kind war und sie hatte Angst, dass er sich an seinen Schwestern vergreifen würde, weshalb sie ihn oft im Keller einsperrte und er viele Nächte dort verbringen musste. Im Keller gab es nur eine einzige Glühbirne, die von der Decke hing. Kemper selbst sagte später, dass er in diesem Keller das Gesicht des Teufels gesehen hatte. Doch auch außerhalb des Kellers wurde er von seiner Mutter verhöhnt.
Sie sagte ihm, dass nie eine Frau ihn lieben würde und dass sie ihn nicht lieben könnte, weil sie Angst hätte, er könnte dadurch auf Männer stehen. Die beiden Schwestern würden später erzählen, dass sie eine gute Kindheit hatten. Camper ging schon damals davon aus, dass seine Mutter einen starken Männerhass hatte und ihm das Abbild des eigenen Vaters ansah, den sie so sehr hasste. Als sie dann Überreste der Hauskatzen in seinem Schrank fand, verprügelte sie ihn heftig. Sie hatte die Hoffnung, ihm das Böse damit auszutreiben. Was sie aber nicht wusste, war, dass sie seine düsteren Fantasien dadurch nur noch mehr entfachte. Er hatte trotz allem einen IQ von 145, aber trotzdem erzielte er eine schlechte Leistung in der Schule. Für seine Körpergröße von 1,93 Meter wurde er auch gemobbt von den anderen Kindern. Das erste Mal verliebte sich Camper dann in seine damalige Lehrerin. Dies ging so weit, dass er sie heimlich beobachtete von ihrem Fenster aus und mit einem Messer vor ihrem Haus stand. Er selbst sagte, wenn ich sie küssen wollte, müsste ich ihr vorher das Leben nehmen. Als er 13 Jahre alt war, rannte er dann von zu Hause weg. Sein Ziel war das Haus seines Vaters in Kalifornien. Als er jedoch dort ankam, sah er, dass sein Vater erneut geheiratet hatte und eine enge Freundschaft mit seinem Stiefsohn geschlossen hatte. Das Herz von Camper war gebrochen und er musste nach wenigen Tagen wieder gehen, nachdem er die neue Frau seines Vaters verfolgte und sie beobachtete, als sie nackt war. Da sein Vater wusste, dass die Mutter kein guter Umgang für den Jungen war, schickte er ihn im Alter von 14 Jahren zu seinen Großeltern, Edmund Senior und Maud Camper. In seinem neuen Zuhause kam Camper auch nicht wirklich klar, denn er hatte große Probleme mit seiner Großmutter. Die beiden konnten sich einfach nicht leiden. Dies führte dazu, dass Camper seine Großmutter am 27. August 1964 mit einem Gewehr erschoss. Wie ist nicht ganz klar. Einige Quellen sagen, dass es nach einem Streit war. Andere sagten, dass es ein hinterhältiger Angriff war, weil Camper sehen wollte, wie es sich anfühlen würde. Nichtsdestotrotz kam wenig später der Großvater vom Einkaufen nach Hause und Camper erschoss auch ihn, damit er den Anblick nicht sehen musste. Danach rief Camper bei seiner Mutter an und erzählte ihr von der Tat, bevor er die Polizei rief und sich stellte. Nachdem er verhaftet wurde, stellte ein Arzt bei ihm paranoide Schizophrenie fest, weshalb er in eine Heilanstalt gebracht wurde. Dort kam er gut zurecht und freundete sich mit den Mitarbeitern der Klinik an, weshalb er ihn oft assistieren durfte. Er sollte ganze 6 Jahre dort bleiben und zu einem Lieblingspatient vieler Ärzte werden. Im Jahr 1969 entschied man, dass er sich nicht mehr wie ein Soziopath verhielt, weshalb er zurück in die Obhut seiner Mutter gegeben wurde. Eine Fehldiagnose mit verheerenden Folgen. Der Tag seiner Freilassung war der 18. Dezember 1969, Campers 21. Geburtstag. Nach seiner Freilassung lebte er wieder bei seiner Mutter und hatte für kurze Zeit ein paar kleinere Jobs, bevor er schließlich bei der Behörde für öffentliche Arbeit des Staates Kaliforniens anfing. Er war mittlerweile über 2 Meter groß und wog knapp 140 Kilo. Camper besuchte außerdem nach seiner Freilassung das Community College, da er nun den großen Traum hatte, ein Polizist zu werden, nachdem er sich mit vielen Polizisten in der Stadt angefreundet hatte, denn Camper hing öfters in einer Bar rum namens Jury Room. Die Bar war ein lokaler Treffpunkt für Polizisten, die nach der Arbeit etwas abschalten wollten unter Kollegen. Zu seiner Enttäuschung wurde Camper aber von der Polizei abgewiesen, da er offiziell zu groß war, um Polizist zu werden. Durch seinen Job konnte er sich aber etwas Geld ansammeln, denn die Streits mit seiner Mutter wurden immer extremer. Von diesem Geld mietete er sich mit einem Freund zusammen ein Apartment in Alameda. Endlich dachte Camper, dass er Ruhe vor seiner Mutter hatte, aber sie rief ihn fast jeden Tag an und kam unangemeldet bei ihm vorbei. Da er finanzielle Probleme hatte, konnte er sich die Miete oft nicht leisten und zog zwischenzeitlich immer mal wieder bei seiner Mutter ein. Etwas später lernte er dann eine Studentin der Turlock High School kennen, mit der er eine Beziehung anfing und ihr im Jahr 1973 einen Antrag machte. Aufgrund der Umstände der folgenden Ereignisse hat die Familie der Frau allerdings beantragt, dass ihr Name aus den offiziellen Geschichten entfernt wird. Noch im selben Jahr arbeitete Camper für die Highway Division und war gerade mit einem Motorrad unterwegs, als er von einem Auto angefahren wurde. Bei dem Unfall wurde sein Arm schwer verletzt und er erhielt eine Abfindung in Höhe von $15.000. Dieser Wert entspricht mit der heutigen Inflation eingerechnet knapp $91.000. Von diesem Geld kaufte er sich einen gelben Ford Galaxy und fuhr damit an der Küste umher, als ihm auffiel, wie viele junge Frauen in dieser Gegend wanderten. Als logische Reaktion, zumindest für ihn, packte er daraufhin Plastikbeutel, Messer, Decken und Handschellen in sein Auto ein. Danach fing er an, Frauen anzubieten, sie mitzunehmen. Dies tat er auch und ließ sie irgendwo wieder aussteigen.
Insgesamt soll er über 150 junge Frauen friedlich mitgenommen haben. Erst danach sollen ihn dunkle Gelüste überkommen haben. Er nannte diese Gelüste kleines Zappeln in seinem Körper. Am Abend des 7. Mai 1972 fuhr Camper wie die Male davor an der Küste entlang, als er die beiden 18-jährigen Mary Ann Pesk und Anita Mary Lucessa mitnahm. Die beiden wollten zur Stanford University und er bot an, sie zu fahren. Er fuhr insgesamt eine Stunde durch die Gegend, bis er in einer abgelegenen Gegend ankam. Er kannte diese Gegend gut durch seine Arbeit im Highway Department, weshalb seine Mitfahrerin es nicht bemerkten, dass er in die entgegengesetzte Richtung fuhr, in die sie eigentlich wollten. Er hielt an und legte Pesk Handschellen an und sperrte Lucessa in den Kofferraum. Danach nahm er beiden mit einem Messer und seinen eigenen Händen das Leben. Die Überreste der Frauen warf er in seinen Kofferraum, bevor er wieder zurück nach Hause fuhr. Auf dem Weg nach Hause wurde er dann von einem Polizisten angehalten, denn sein Rücklicht war kaputt. Zu diesem Zeitpunkt lebte er wieder mit einem Freund zusammen, der zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war, weshalb Camper die Überreste in sein Zimmer bringen konnte, wo er sich an ihnen vergriff, bevor er sie zerstückelte. Diese Reste packte er in Plastiktüten und versteckte sie in der Nähe des Loma Prieta Berges. Im August desselben Jahres fand man den Kopf von Pesky. Am Abend des 14. September 1972 war Camper wieder unterwegs und nahm dieses Mal die 15-jährige Tanzschülerin Aiko Ku mit. Aiko war auf dem Weg nach Hause, da sie ihren Bus verpasst hatte und sie wollte zu Fuß gehen. Wieder fuhr er mit ihr in eine abgelegene Gegend, bevor er seine Waffe zog und sie auf Aiko richtete. Danach sperrte er sich aus Versehen aus seinem eigenen Fahrzeug aus, jedoch ließ Aiko ihn wieder einstiegen, obwohl er die Waffe im Auto hatte liegen lassen. Zurück im Fahrzeug stellte er dann das Unaussprechliche mit Aiko an, bevor er auch ihr das Leben nahm. Auch ihre Überreste warf er in den Kofferraum. Danach fuhr er in eine Bar für ein paar Drinks, bevor er nach Hause fuhr. Zurück in seiner Wohnung machte er mit ihren Überresten das Gleiche wie bei den 18-Jährigen zuvor. Kurz nach der Tat zog er erneut zu seiner Mutter. Am 7. Januar 1973 fuhr er dann mit seinem Fahrzeug um den Cabrillo College Campus umher, wo er die 18-jährige Cynthia Ann Schaal mitnahm. Er fuhr in ein abgelegenes Waldstück und erschoss sie. Danach fuhr er zurück zu seiner Mutter, wo er die Überreste von Cindy in seinem Kleiderschrank über Nacht versteckte. Am nächsten Tag folgte er seinem üblichen Plan und zerlegte auch ihre Überreste, diesmal in der Badewanne der Mutter. Er warf den Körper eine Klippe hinunter, behielt aber den Kopf, um seine kranken Gelüste weiterhin an ihm auszuleben, bevor er auch den Kopf im Garten der Mutter vergrub. Der Kopf sollte dabei so vergraben werden, dass er zum Schlafzimmer der Mutter schaute. Am 5. Februar 1973, knapp einen Monat nach der letzten Tat, stritt Camper sich wieder extrem mit seiner Mutter, weshalb er wutentbrannt das Haus verließ, um nach einem neuen Opfer zu suchen. Man ging später davon aus, dass er in den Frauen, die er angriff, das Abbild seiner Mutter sah und aus Rache an ihr sich so verhielt. My mother was a sick, angry, hungry and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase, I watched her social life drop off, I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing. A failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. Studenten aus der Gegend wurden davor gewarnt, dass ein mutmaßlicher Serientäter in der Gegend unterwegs sei, weshalb niemand bei Fremden einsteigen sollte. Interessanterweise war zur gleichen Zeit wie Camper auch der Serientäter Herbert Mullen in der Stadt unterwegs, weshalb die Polizei es schwer hatte herauszufinden, welcher Täter hinter welcher Tat steckte. Da Campers Mutter für eine Universität arbeitete, bekam er einen Universitätssticker für das Auto, was für viele Studenten Entwarnung war. Er traf die 23-jährige Rosalind Thorpe und die 20-jährige Alice Liu am UCSC Campus an. Beide stiegen bei ihm ein, woraufhin er beide mit einer Pistole erschoss. Wieder nahm er die Überreste mit nach Hause und wieder vollzog er sein übliches Ritual mit ihnen. Eine Woche später fand man die Überreste am Eden Canyon. Am 20. April 1973 kam die 52-jährige Mutter von Camper, Clarnell, nach einer Party nach Hause. Sie legte sich in ihr Bett und fing an zu lesen, als Camper plötzlich den Raum betrat. Sie fragte ihn, ob er mit ihr reden wollte, woraufhin er nur antwortete, nein, gute Nacht. Camper wartete dann darauf, dass seine Mutter einschlief, bevor er zurück in ihr Zimmer ging und anfing, mit einem Hammer auf sie einzuschlagen, bevor er ihr mit einem Messer das Leben nahm. Auch ihr trennte er den Kopf ab und befriedigte sich damit. Danach benutzte er den Kopf der Mutter als Dartscheibe und ging irgendwann in eine Bar.
Als er wieder zu Hause war, lud er die beste Freundin seiner Mutter, die 59-jährige Sarah Hallett, ein, um mit ihr einen Film zu schauen. Als sie bei ihm ankam, erwürgte er sie, um eine Geschichte erfinden zu können, dass sie und seine Mutter gemeinsam in den Urlaub gefahren waren, wenn jemand fragte. Danach fuhr er ohne Pause nach Colorado, eine Strecke von 1600 Kilometern. Mit ihm im Fahrzeug waren drei Waffen und über 300 Schuss Munition, da er glaubte, dass die Polizei ihn schon verfolgen würde. Nachdem er allerdings weder in Zeitung noch Fernsehen von dem Fall hörte, ging er zu einem Münztelefon und rief selbst die Polizei an. Er erzählte ihnen, dass er die Tat begangen habe, aber die Polizei dachte, dass er Scherze machte und sagte ihm, dass er später nochmal anrufen sollte. Er wartete ein paar Stunden und rief nochmal an und fragte nach einem Polizisten, den er persönlich aus der Bar kannte. Ihm erzählte er dann von den insgesamt 8 Taten und sagte, er würde auf die Polizei warten. Camper sagte später selbst, dass er sich nur stellte, da sein Grund für die Tat nun weg sei. Seine Mutter war nicht mehr am Leben und somit wären seine späteren Taten sinnlos. Edmund Camper wurde wegen des 8-fachen Mordes am 7. Mai 1973 angeklagt. Da sein Geständnis so ausführlich war, blieb seinem Verteidiger nichts anderes übrig, als auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Während er in Untersuchungshaft saß, versuchte er auch zweimal, sich das Leben zu nehmen. Der Prozess begann am 23. Oktober 1973. Das Gericht ließ Camper von 3 unabhängigen Psychiatern untersuchen und alle 3 kamen zu dem Entschluss, dass er verhandlungsfähig war. Einer der Ärzte sagte, dass Camper unter Einfluss eines Wahrheitsserums erzählt hatte, dass er das Bein eines Opfers gegessen hatte. Camper zog diese Aussage aber wieder zurück. Um in Kalifornien als nicht zurechnungsfähig zu gelten, hätte Camper vor Gericht beweisen müssen, dass er während der Ausführung der Tat weder wusste, was er tat, noch dass es falsch war, was er tat. Am 1. November 1973 ging Camper selbst in den Zeugenstand. Dort erzählte er, dass er die Taten begangen habe, weil er die Frauen für sich selbst wollte, als Eigentum quasi. Er versuchte damit vor der Jury wie ein Verrückter zu wirken, denn laut eigener Aussage könnte doch nur jemand mit einem kaputten Verstand solche Taten ausüben. Wenn er die Taten ausgeführt hatte, so sagte er, wäre eine andere Person in seinem Körper. Am 8. November 1973 zog sich die 6-köpfige Jury für 5 Stunden zurück und kam dann zu dem Ergebnis, dass Camper bei Verstand sei und in allen Fällen schuldig gesprochen wurde. Camper selbst sagte, er hätte gern die Todesstrafe durch Foltern, jedoch bekam er nur 7-fach lebenslänglich. Er kam daraufhin in ein Gefängnis und wurde im selben Zellenblock wie Herbert Mullen und Charles Manson gehalten. Camper und Mullen konnten sich nicht leiden, da sie zur gleichen Zeit in der gleichen Gegend die Taten verübten. Laut Camper sei Mullen ein kaltherziger Mensch, der keinen Grund für seine Taten gehabt hätte. Er manipulierte Mullen daraufhin und bedrohte ihn mit seiner Körpergröße immer wieder. Mullen war immerhin fast 30 cm kleiner als Camper. Dies ging sogar so weit, dass er ihn mit psychologischen Mitteln manipulierte. Immer wenn Mullen anfing zu singen, bewarf Camper ihn mit Wasser und gab ihm danach Erdnüsse als Belohnung. Dies ging so lange, bis Mullen nach Erlaubnis zum Singen fragte. Camper sitzt noch heute im Gefängnis und wird dort als Vorzeigegefangener beschrieben. Er lernte dort das Töpfern und kümmerte sich sogar um die Termine von anderen Insassen. Er liebte es außerdem, Audiobücher einzusprechen und im Jahr 1987 hatte er über 5000 Bücher eingesprochen. Meistens war er auch verantwortlich für die Planung der Freizeitaktivitäten im Gefängnis. Im Jahr 2015 ging er aber in den Ruhestand, nachdem er einen Anfall hatte und danach als behindert eingestuft wurde. Im Jahr 2016 erhielt Edmund Camper seinen ersten Regelverstoß, als er es verpasste, einen Urintest abzugeben. Während seiner Zeit im Gefängnis war er auch oft Gast in Interviews, zum Beispiel 1982 in der Dokumentation The Killing of America oder 1984 in der Dokumentation Murder No Apparent Motive. And I knew I was gonna kill her, you know? And I was so cold, it's so hard. And that's the first time in 10 years I've looked at it that way. I mean, that intensely, that honestly. It hurts. A 6 young woman dead because of the way she raises her son and the way her son is raised, the way he grows up. And what's her closing words? I suppose you wanna sit up all night and talk. God, I wish I had. Diese Interviews waren maßgebend für das Profiling des FBIs.
Der Profiler John Douglas sagte, dass Edmund Kemper einer der schlauesten Insassen sei, die er je getroffen hatte. Generell ist Kemper sehr offen, wenn es um seine Taten geht. Er sagte selbst, dass er mit seiner Offenheit dafür sorgen will, dass andere nicht denselben Weg gehen wie er. Im Jahr 2017 wurde ihm sein Antrag auf Freilassung auf Bewährung abgelehnt. Das nächste Mal kann er eine Freilassung im Jahr 2024 beantragen. If my parole had been successful, I believe I'd be married, I'd have children, I'd be heading toward my first grandchildren. Seit dem Jahre 1950 stellt das FBI Informationen zur Verfügung, die helfen sollen, die 10 meistgesuchtesten Menschen Amerikas zu finden. Insgesamt befanden sich auf dieser Liste 526 Menschen seit ihrer Einführung. 491 von ihnen konnten sogar geschnappt werden. Von diesen 491 Personen wurden 163 nur durch die Hilfe dieser Liste gefunden. Um auf diese Liste aufgenommen zu werden, müssen einige Kriterien erfüllt sein. Unter anderem muss das Individuum eine lange Geschichte haben, was ihre Taten angeht, und sie müssen als Gefahr für die Bevölkerung gelten. Die Liste des FBI ist kein Ranking, sondern soll allgemein nur die 10 Personen aufzeigen. Ich dachte mir, dass es für diese Woche eine interessante Abwechslung wäre, wenn wir uns diese 10 Personen mal genauer anschauen. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst doch ein Abo da, denn ich veröffentliche jede Woche die spannendsten Fälle auf diesem Kanal. Beginnen wir die Liste mit einem sehr aktuellen Eintrag. Es war der 29. Mai 2006. Hunderte von Menschen waren an diesem relativ warmen Tag in South Shore Park in Wisconsin unterwegs. Der Park war angebunden an den Strand, hatte einen Spielplatz, man konnte dort picknicken, alles, was einen Tag im Freien perfekt machen könnte. Es war außerdem das Memorial Day-Wochenende. Der Memorial Day ist ein Feiertag in den USA, an dem sie den gefallenen Soldaten Respekt zollen wollen. An diesem Tag war auch Octaviano Juarez Corro im Park. Im Park traf er dann einen Freund seiner Ehefrau an. Er und seine Frau hatten sich zerstritten und lebten zu diesem Zeitpunkt getrennt. Sie war ebenfalls mit dem gemeinsamen Kind, einem 3-jährigen Mädchen, vor Ort. Beide hatten zuvor heftig darüber gestritten, wer das Kind wie oft und wann sehen dürfe. Nach einiger Zeit im Park zückte Juarez Corro dann eine Waffe und fing an, auf die Menschenmenge zu schießen. Er traf bei seinem Angriff 5 Menschen. 2 von ihnen, darunter auch der Freund der Ehefrau, verloren an diesem Tag ihr Leben. Die Ehefrau von ihm wurde 2-mal getroffen, sollte jedoch überleben. Als er fertig war mit seiner Tat, floh er vom Tatort. Die Polizei hatte Schwierigkeiten, ihn zu finden und glaubte nach einigen Tagen der Suche, dass er nach Mexiko geflohen sei. Jahrelang gab es keine Spuren von ihm, bis zum 3. Februar 2022. Fast 16 Jahre nach der Tat wurde er in Mexiko gesichtet und ein örtlicher Polizist konnte ihn festnehmen. Er wartet aktuell auf seine Verhandlung. Sobald er die gerechte Strafe für diese Tat bekommen hat, wird er von der Liste genommen. Bis dahin ist er aktuell der einzige aus den Top 10, die gefasst wurden. Über Julian Achraga ist nicht viel bekannt. Laut dem FBI wurde er entweder am 13. Februar 1982 oder am 21. Januar 1982 geboren. Ursprünglich kommt er aus Honduras. Er wurde am 3. November 2021 auf die Top 10 Liste des FBIs gesetzt, da man davon ausgeht, dass er der Anführer der berüchtigten MS-13 Gang in Honduras sei. Er würde außerdem Gangmitglieder in den USA mit Waffen und verbotenen Substanzen beliefern, laut dem Steckbrief. Die MS-13 Gang, besser bekannt als die Mara Salvatrucha, ist ein Zusammenschluss vieler Banden aus Nord- und Südamerika. Laut einer Mitgliederzahlschätzung sind aktuell zwischen 50.000 und 100.000 Menschen in diesen Banden tätig. Unter Experten gelten sie sogar als noch gewaltbereiter und gefährlicher als die meisten anderen Gangs. Neben Nord- und Südamerika sind einige Mitglieder auch in Europa aufgefallen. Geld verdient die Bande durch Waffenhandel, Menschenhandel, Autoschieberei, Diebstahl und der Erhebung von Wegzöllen durch ihr Revier.
Erkennbar sind die Mitglieder dann anhand von verschiedenen Tattoos. Aktuell steht eine Belohnung von $100.000 für denjenigen, der einen entscheidenden Hinweis geben kann, wo genau sich Julian Achraga auffällt. Erneut treffen wir auf dieser Liste auf eine Person, die angeblich der Anführer einer Bande sein soll. Rafael Caro Quintero soll angeblich am 3. Oktober 1952 geboren worden sein, jedoch nutzte er in seiner Laufbahn viele verschiedene Angaben. Ursprünglich kam er aus Mexiko und spricht auch nur Spanisch. Er hat außerdem 12 Geschwister. Sein Vater arbeitete als Landwirt, jedoch verstarb er, als Caro Quintero gerade mal 14 Jahre alt war. Da er der älteste Sohn war, beschloss er, sich mit seiner Mutter gemeinsam um die Familie zu kümmern. Mit 16 Jahren zog er von zu Hause aus und fing selbst an, auf einem Bauernhof sich um das Vieh zu kümmern. 2 Jahre später hatte er dann einen Führerschein und fing an, als Trucker zu arbeiten. Danach sollte er noch ein wenig auf einer Bohnen- und Maisfarm arbeiten, bevor er beschloss, sich einem kriminellen Kartell anzuschließen. Bereits während seiner Teenagerjahre pflanzte er Gras in kleinen Mengen an, jedoch konnte er immer mehr Felder kaufen und immer mehr anpflanzen, sodass er schnell zu Geld und Ruhm innerhalb der Szene kam. Einige Jahre später gründete er sein eigenes Kartell in den späten 70er Jahren. Im Jahr 1985 soll er außerdem seinen Männern befohlen haben, den Autor John Walker und den Studenten Albert Redolett zu entführen, foltern und ihnen das Leben zu nehmen. Beide wären zuvor aus Versehen in ein Restaurant gegangen, in dem Caro Quintero gerade gegessen habe. Er dachte, dass es sich bei den beiden um getarnte US-Geheimagenten gehandelt habe, weshalb er sie in einen Lagerraum sperren ließ. Dort wurden beide gefoltert. John Walker verlor sein Leben vor Ort und Albert Redolett wurde kurze Zeit später in einem Park lebendig begraben. Nur ein Jahr zuvor hatte die mexikanische Regierung seine Felder durchsucht und Substanzen im Wert von $160 Millionen zerstört. Angeführt wurde diese Razzia von dem Undercover-Agenten Enrique Kiki Camarena. Caro Quintero fand dies einige Zeit später heraus und am 7. Februar 1985 wurde der Agent sowie sein Pilot entführt, gefoltert und ermordet. Nach dieser Tat bestach Caro Quintero den Polizeichef mit $300.000, um aus dem Land fliehen zu dürfen. Ziel seiner Flucht sollte Costa Rica sein. Dort wurde er am 4. April 1985 beim Schlafen überrascht und verhaftet. In Mexiko bekam er dann eine 40-jährige Haftstrafe. Eigentlich sollte er 199 Jahre bekommen, jedoch gab es zur damaligen Zeit ein Gesetz, welches eine maximale Haftstrafe auf 40 Jahre beschränkte. Während seiner Zeit im Gefängnis zerbrach sein Kartell. Jedoch wurde er am 9. August 2013 nach 28 Jahren Gefängnis wieder freigelassen. Grund sei ein Formfehler während seines Gerichtsprozesses. Politiker in den USA, darunter auch der ehemalige Präsident Barack Obama, waren enttäuscht über diese Entscheidung und forderten Mexiko dazu auf, ihn wieder einzusperren oder den USA zu übergeben, damit er dort für seine Verbrechen vor Gericht kommen könnte. Die mexikanische Regierung sagte allerdings, dass es ein Gesetz gäbe, das besagt, dass Mexikaner nicht für dasselbe Verbrechen in unterschiedlichen Ländern verurteilt werden dürften. Wenn die USA also keine neuen Anklagen habe, würden sie nicht ausliefern. Seit seiner Freilassung wurde Caro Quintero nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Er gilt seitdem außerdem als einer der einflussreichsten Kriminellen der Welt. Er ist in den Top 15 der meistgesuchtesten Personen der Welt und wurde in die Top 10 der FBI aufgenommen. Das FBI stellt derzeit ein Kopfgeld von $20 Millionen aus. José Villarreal Hernández, den Ermittlern besser bekannt als El Gato, wurde am 16. Januar 1978 geboren. Auch er kam ursprünglich aus Mexiko. Auch er war der Anführer eines Kartells. Zwischen vielen Kartellen herrscht ein bitterer Krieg und oft müssen die Mitglieder ihr Leben lassen. So auch der Vater von El Gato. Das Kartell, welches El Gatos Vater erschoss, wurde vor Gericht von einem Anwalt namens Juan Guerrero vertreten. El Gato machte den Anwalt für die Bluttat verantwortlich und schwor sich Rache. Deshalb heuerte er eine Truppe Söldner an, die Guerrero assassinieren sollten. Guerrero schloss aber einen Vertrag mit der US-Regierung, wodurch er legal in den Staaten leben durfte.
2013 lebte er in Texas, als er gerade mit seiner Frau den Einkauf zu seinem Auto trug. Während er vorne einstieg und seine Frau die Taschen in den Kofferraum stellte, fuhr plötzlich ein Fahrzeug an die beiden heran und aus der Fensterscheibe wurden mehrere Schüsse abgegeben. Die Frau blieb unverletzt, Guerrero verlor jedoch wenige Zeit später in einem Krankenhaus das Leben. Seit diesem Fall im Jahr 2013 wurden 3 Menschen verhaftet, die in enger Verbindung zu El Gato standen. Beide Schützen aus dem Fahrzeug sind bis heute auf der Flucht. Das FBI nahm ihn aufgrund der schweren Tat und wegen seines Kartells im Jahr 2020 auf die Liste mit auf und stellte eine Belohnung von 1 Million Dollar aus. El Gato soll sich aktuell in Mexiko verstecken. Wo genau, ist nicht bekannt. Es war der Sommer im Jahr 2000. Ein Obdachloser, den alle Carlos nannten, bekam endlich die Möglichkeit, einen Unterschlupf und Kleidung zu bekommen. Des Weiteren gab man dem Mann auch eine Festanstellung als Handwerker im Hunting Park in Philadelphia. Am 3. August soll sich das Blatt für Carlos aber schnell ins Negative wenden. In dem Keller der Wohnung, in der Carlos bleiben durfte, fand man die Überreste der 5-jährigen Iriana de Jesus, die nur 5 Tage zuvor als vermisst gemeldet wurde. Der Mann, der Carlos den Job gab, erkannte eins der T-Shirts, welches neben den Überresten gefunden wurde, sofort. Es war das T-Shirt, welches er Carlos geliehen hatte. Ein Haftbefehl wurde gegen Carlos erhoben und eine Zeichnung von ihm wurde im amerikanischen Fernsehen gezeigt. 2 Jahre später. Es ist nun das Jahr 2002. Ein Mann namens Alexis Flores wird in Arizona wegen Ladendiebstahls verhaftet. Schnell lassen die Polizisten ihn wieder gehen. Wieder 2 Jahre später treffen die Polizisten erneut auf Alexis. Diesmal hatten die Nachbarn sich wegen des Lärms aus seiner Wohnung beschwert. Der Polizei gab er einen gefälschten Ausweis, den sie sofort erkannten. Er wurde wieder verhaftet und befragt. Bei der Befragung zeigte er sich äußerst kooperativ und freundlich. Da er kein gebürtiger Amerikaner war, so wie viele auf dieser Liste, wurde er nach seiner Freilassung nach Honduras abgeschoben. Im Jahr 2006 wurde dann eine landesweite DNA-Datenbank eingerichtet und im Zuge dessen wurden auch Flores DNA aufgenommen. Ein Jahr später, im Jahr 2007, gab es dann plötzlich eine Übereinstimmung. Die Polizisten merkten plötzlich, Carlos und Alexis waren die gleiche Person. Als dies bekannt wurde, wurde Flores sofort auf die Top-10-Liste gesetzt. Seit über 15 Jahren sucht die US-Polizei nun nach dem Mann, jedoch ist nicht bekannt, ob er sich noch in Honduras aufhält oder bereits in die USA zurückgekehrt ist. Jason Derrick Brown wurde am 1. Juli 1969 in Los Angeles, Kalifornien geboren. Er ist hierbei der erste Eintrag in der Liste, der gebürtiger US-Amerikaner ist. Er ging während seiner Jugend auf die Laguna Beach High School und lernte dort Französisch. Er konnte außerdem einen Masterabschluss in internationales Management abschließen. Zwischen den Jahren 1988 und 1990 lebte er in Paris als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Danach zog er zurück in die USA, wo er bis zum Jahr 2004 lebte. Er liebte den teuren Lebensstil und gründete 2 Firmen, Toys Unlimited und On the Doorstep Advertising. Außerdem arbeitete er noch als Spielzeugverkäufer und Golf-Equipment-Importeur. Nur somit konnte er sich seinen teuren Lebensstil auch finanzieren. Er liebte Autos, Motorräder und Boote. Nach außen glaubte auch jeder, dass er ein reicher Mann war, jedoch hatte er im Jahr 2014 bereits Schulden in Höhe von mehreren 10.000 Dollar. Damit dies nicht auffiel, betrieb Brown Scheckbetrug. Außerdem ging man davon aus, dass er in Häuser einbrach und dort Geld und Wertgegenstände stahl. Manchmal ging er auch in Autohäuser und kaufte dort teure Sportwagen mit gefälschten Angaben. Im November 2004 erwarb er außerdem eine Kaliber 45 Pistole sowie einen Waffenschein. Mit dieser Waffe soll er dann am 29. November 2004 den 24-jährigen Geldtransporteur Robert Palomares überfallen. Dieser hatte gerade eine Filiale verlassen und trug einen Koffer voller Einnahmen mit sich, als Brown ihm 5-mal in den Kopf schoss. Danach floh er mit dem Koffer auf einem Fahrrad. In dem Koffer selbst waren 56.000 Dollar in Scheinen.
Das Fahrrad konnte wenige Zeit später aufgefunden werden und die Fingerabdrücke vom Fahrrad hatten in der Datenbank dann einen Treffer. Als Brown davon erfuhr, floh er von Arizona nach Las Vegas, Nevada. Dort tauschte er seinen BMW gegen einen Cadillac und fuhr damit nach Kalifornien, wo er bei Verwandten übernachtete. Als das FBI ihm auf die Schliche kam, floh er erst nach San Diego und danach nach Oregon. Das FBI sagte, dass Brown danach zu einem Geist wurde und komplett vom Radar verschwand. Im Januar 2005 wurde der Cadillac von Brown dann an einem Flughafen in Portland gefunden. Dadurch, dass Brown ein Allerweltsgesicht hatte, kamen hunderte von Hinweisen auf seinen möglichen Aufenthalt beim FBI ein. Die meisten Hinweise, die jemals für eine Person geliefert wurde, die sich auf dieser Liste befand. Viele kamen dabei aus den USA, andere behaupteten, ihn in Kanada gesehen zu haben. Der Bruder von Brown wurde außerdem wegen einer Falschaussage vor Gericht gestellt und zu 3 Jahren Haft verurteilt, nachdem dieser Klamotten von Brown gewaschen hatte und Spuren aus seinem Auto entfernte. Zuletzt wurde Brown angeblich im August 2008 in der Nähe eines Zoos in Salt Lake City gesehen. Interessanterweise war es ein Mitglied seiner alten Kirche, der ihn dort an einer Ampel wiedererkannte. Er hätte jetzt deutlich längere Haare als früher und wäre kaum wiederzuerkennen. Die Ermittler gehen heutzutage davon aus, dass sich Brown in aller Öffentlichkeit aufhält und vielleicht sogar mit falschem Namen sich den Mormonen angeschlossen hatte. Dort könnte er eine Frau gefunden haben, die nichts von seiner Vergangenheit wissen würde. Außerdem glaubt man, dass er, falls er nicht in den USA leben sollte, in Frankreich, Kanada oder Thailand leben könnte. Das FBI zahlt hier für den entscheidenden Hinweis $400.000 Belohnung. Arnoldo Jiménez wurde am 19. Februar 1982 geboren und am 8. Mai 2019 auf diese Liste aufgenommen. Er ist gebürtiger US-Amerikaner und wuchs in Texas auf. Sein Leben verlief soweit ohne große Zwischenfälle. Irgendwann in den frühen 2000ern lernte er eine Frau namens Estrella Carrera kennen. Carrera hatte zu diesem Zeitpunkt eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Im Jahr 2010 folgte dann das gemeinsame Kind, ein Sohn. Da diese Beziehung gut zu laufen schien, beschlossen sie am 11. März 2012 zu heiraten. Nach der Hochzeit gingen sie noch mit ihren Familien essen und danach mit Freunden in einen Club. Gegen 4 Uhr morgens verließ das Paar den Club und machte sich auf den Weg nach Hause. Auf dem Weg nach Hause kam es dann zu einem heftigen Streit, bei dem Jiménez ein Messer zückte und auf seine Frau einstach. Danach warf er sie in eine Badewanne und ließ sie zurück in ihrem Haus. Am 12. Mai sollte sie eigentlich die Kinder wieder abholen, jedoch kam sie nicht, was sofort Alarmglocken bei der Familie aktivierte. Sie meldeten sie als vermisst und am 13. Mai wurden ihre Überreste in der Wohnung gefunden, wo Jiménez sie zurückgelassen hatte. Es wurde ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt und seine Mobildaten wurden überprüft. Diese zeigten, dass er am 12. Mai in Chicago war, danach in Illinois, Memphis, Tennessee und Arkansas. Am 13. Mai war er dann in Houston und schließlich verschwand er in Mexiko. Im September 2012 wurde der Bruder von Arnoldo Jiménez verhaftet und in seiner Garage fand man das Auto, das von Jiménez an seiner Hochzeitsnacht gefahren wurde. Dort fand man dann die Rückstände von Blut, weshalb man sich nun sicher war, dass Jiménez der Täter sei. Der Bruder soll ihn dann nach Mexiko gefahren haben und das Auto behalten haben. Die Behörden sind sich sicher, dass er sich immer noch in Mexiko versteckt. Es ist eine Belohnung von $100.000 ausgesetzt. Die Tat ist nun über 10 Jahre her, seine Kinder wuchsen ohne Eltern auf. Das letzte Foto von ihm ist aus dem Jahr 2011. Kommen wir nun zu dem jüngsten Mann auf dieser Liste. Alejandro Castillo wurde am 26. November 1998 in Arizona geboren. Er spricht fließend Englisch und Spanisch. Auch seine Kindheit verläuft soweit ohne große Zwischenfälle und im Jahr 2016 arbeitet der damals 17-Jährige in einem Restaurant in North Carolina. Er verstand sich gut mit einer Kollegin namens Sandy Lee und die beiden wurden schnell ein Paar. Als Lee ihm dann Geld lieh und er dies nicht mehr zurückzahlen wollte, trennten sie sich.
Kurze Zeit später kam Castillo mit einer anderen Kollegin namens Amia Fiester zusammen. Am 9. August 2016 schrieb Castillo dann seiner Ex-Freundin Lee, dass er sich dazu entschieden hatte, ihr das Geld doch zurückzuzahlen. Sie machten ein Treffen vor einem lokalen Supermarkt aus. Castillo ließ sich dann von seiner neuen Freundin dorthin fahren. Lee wurde zum letzten Mal vor diesem Supermarkt gesehen. Das FBI geht davon aus, dass der Junge sie mit einer Waffe bedroht hatte und sie dann zwang, ihr komplettes Konto von einem Automaten abzuheben und ihm das Geld zu geben. Insgesamt waren es $1,000 an diesem Tag. Danach habe er sie in ihr Auto gesetzt und sei mit ihr in ein Waldstück gefahren, wo er ihr das Leben nahm. Seine neue Freundin war währenddessen anwesend und beide flohen mit Lees Fahrzeug nach der Tat. Sie fuhren mit dem Auto zu einer Bushaltestelle in Phoenix, Arizona und machten sich von dort auf den Weg nach Mexiko. Überwachungskameras zeigten, wie die beiden das Land verließen. Seitdem gab es keinerlei Sichtungen von Castillo. Zuerst wurde Lee als vermisst gemeldet, einen Tag danach auch Castillo und seine Freundin. Am 17. August wurden dann die Überreste von Lee gefunden. Eine Wendung in diesem Fall gab es allerdings noch, als sich am 20. Oktober 2016 die Freundin von Castillo meldete. Sie ging zu den Behörden in Mexiko und stellte sich. Sie wurde zurück in die USA gebracht und dort in Texas verhaftet. Da sie an der Tat nicht beteiligt gewesen war, wurde sie am 18. Januar 2017 wieder freigelassen. Laut ihr sei sie mit Castillo bei einem Familienmitglied untergekommen, jedoch sei er irgendwann verschwunden. Auch auf ihn wurde ein Kopfgeld von $100,000 ausgesetzt. Er wurde seit 2016 nicht mehr gesehen. Patel wurde am 15. Mai 1990 in Indien geboren. Vor seiner Tat war relativ wenig über ihn bekannt. Er heiratete irgendwann eine Frau namens Palak und gemeinsam wollten sie im Jahr 2015 Verwandte in den USA besuchen. Da sie etwas länger bleiben wollten, fingen sie an, bei einem Familienmitglied in einer Dunkin' Donuts-Filiale zu arbeiten. Videokameras zeigen, wie Patel in der Nacht vom 12. April 2015 mit seiner Frau gemeinsam in der Küche arbeitet. Gegen 21.30 Uhr verschwinden die beiden dann hinter einem Regal. Wenige Minuten später taucht Patel wieder auf, schaltet die Öfen ab und verlässt das Geschäft. Am nächsten Morgen wurde die leblose Palak dann im Lager aufgefunden. Ihr wurde mit einem großen Messer das Leben genommen. Das FBI geht davon aus, dass es zu einem Streit kam, darüber, ob sie zurück nach Indien kehren oder in Amerika bleiben sollten. Patel floh daraufhin zu Fuß zu seinem Apartment. Dort nahm er einige wichtige Gegenstände mit und rief sich dann ein Taxi. Dieses fuhr ihn dann zu einem Flughafen. In der Nähe des Flughafens buchte Patel sich dann ein Zimmer und bezahlte ein Bar. Er blieb eine Nacht und checkte am nächsten Morgen seelenruhig aus. Danach ging er zurück zum Flughafen und wurde nie wieder gesehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich bei Verwandten versteckt. Sein Visum war abgelaufen, er hätte also auf keinem legalen Weg das Land verlassen können. Familienmitglieder von Patel leben in Kanada, Indien, New Jersey, Kentucky, Georgia und Illinois. Seit 7 Jahren gibt es keine neuen Spuren oder Hinweise auf ihn. Eine Belohnung von $100,000 zahlt das FBI für Hinweise. Während der Jüngste auf dieser Liste gerade einmal 23 Jahre alt ist, kommen wir nun zum ältesten Mann auf dieser Liste mit 82 Jahren. Eugene Palmer wurde am 4. April 1939 in New York geboren. Dort besaß er auch ein paar Grundstücke. Mit seiner Frau bekam er später einen Sohn namens John. John heiratete dann eine Frau namens Tammy. Soweit so gut. Eine normale Familie mit einem Sohn und sogar 2 Enkelkindern. Eugene lebte neben seinem Sohn und seiner Familie in Stony Point, New York. Doch nicht jede Ehe hält für immer und John und Tammy trennten sich irgendwann und fingen an, andere Menschen zu daten. Tammy füllte irgendwann dann eine einstweilige Verfügung gegen John aus. Das machte Eugene extrem wütend.
Auch als Tammy damit drohte, sich scheiden zu lassen und Eugene wegen des Grundstücks zu verklagen, wurde er immer wütender. Beide schrien sich oft auf der Straße an, sodass Nachbarn später davon berichten konnten. Springen wir nun also zum 24. September 2012, Montagmorgen. Tammy bringt ihre beiden Kinder gerade zum Schulbus. Als sie sich wieder auf den Weg zurück ins Haus macht, springt Eugene Palmer plötzlich mit einer Schrotflinte in der Hand aus einem Busch und beginnt auf die Frau zu schießen. Bei dem dritten Schuss verliert Tammy das Leben. Palmer steigt daraufhin in seinen grünen Pickup und fährt davon. Der Truck wurde wenige Zeit später in einem Park gefunden. Von dort aus war Palmer zu Fuß geflohen. Danach verliert sich die Spur und sogar Polizeispürhunde konnten ihn nicht finden. Eugene Palmer war angewiesen auf Medikamente, weshalb man davon ausging, dass er irgendwo in der Natur ums Leben gekommen war, jedoch konnte er nie gefunden werden. Laut einigen Zeugen lebte er noch und im Jahr 2021 wurde ein Haus nach ihm durchsucht, jedoch ohne Erfolg. Palmer ist heute 82 Jahre alt und gilt immer noch als extrem gefährlich. Auch auf ihn sind $100.000 Belohnung ausgesetzt. Und das waren die 10 meistgesuchtesten Menschen des FBI. Christopher Benoit wurde am 21. März 1997 in Montreal in Kanada geboren. Seine Eltern waren Michael und Margaret Benoit. Er hatte außerdem noch eine Schwester und gemeinsam wuchsen sie in Edmonton auf. Bereits während seiner Kindheit war Benoit großer Wrestling-Fan. Mit 12 Jahren ging er auf eine Wrestling-Show, wo er sein großes Idol Bret Hart zum ersten Mal in Person sah. Danach beschloss er, dass auch er ein Wrestler werden wollte. Er trainierte im Fitnessstudio der Hart-Familie und erhielt dort Unterricht vom Familienoberhaupt Stu Hart. Seine Familie stand hinter ihm und seinem Traum und finanzierten ihm von Gewichten bis Unterrichtsstunden alles. All das sollte sich danach auszahlen, denn als er gerade einmal 18 Jahre alt war, im Jahr 1985, wurde er eingeladen, in der Stampede Wrestling Promotion zu kämpfen. Sein erstes Match war am 22. November 1985, welches er auch gewinnen konnte. Im Jahr 1988 wurde Benoit dann zum Stampede British Commonwealth Mid-Heavyweight Champion. Insgesamt gewann er 4 Tag Team und 3 Championship Titel während seiner Zeit bei Stampede. Im Jahr 1989 wurde Stampede dann aber geschlossen, weshalb Benoit zu New Japan Pro Wrestling wechselte. Er pendelte immer zwischen Kanada und Japan, allerdings lebte er auch einige Zeit in Deutschland. Während dieser Zeit wurde er immer bekannter, weshalb er eine Zeit lang auch bei World Championship Wrestling und Extreme Championship Wrestling kämpfte. Der Höhepunkt seiner Karriere sollte allerdings sein, nachdem er der World Wrestling Federation im Jahr 2000 beitrat. Die WWF ist heute besser bekannt als die WWE. Dort gewann er dann auch seinen ersten Titel bei WrestleMania 2000 gegen Chris Jericho. Zu seiner höchsten Bekanntheit kämpfte er sogar gegen Wrestling-Legenden wie The Rock. Im Jahr 2004 wurde er dann zum World Heavyweight Champion. Seine Karriere lief extrem steil und bald war er einer der berühmtesten Wrestler der Welt. Im Gegensatz zu seiner Karriere lief sein Privatleben eher schwierig. Während seiner Zeit als Wrestler heiratete er 2 Mal. In seiner ersten Ehe bekam er 2 Kinder, David und Megan. Seine erste Ehe zerbrach, da seine damalige Frau aus dem Rampenlicht treten wollte und sie behauptete, dass Benoit ein Problem mit Steroiden hatte. Im Jahr 1997 hatte Benoit außerdem eine Affäre mit einer anderen Wrestlerin, woraufhin das Ehepaar sich scheiden ließ. Und obwohl viele Dramen im Wrestling von Drehbuchautoren kommen, war Chris' Affäre Teil dieser Show, denn die Wrestlerin, mit der er diese Affäre hatte, war zu diesem Zeitpunkt mit einem anderen Wrestler zusammen. Anfangs war das Ganze nur für die Show, jedoch sollte es nach einiger Zeit bittere Realität werden. Die Wrestlerin ließ sich von ihrem damaligen Partner scheiden und Benoit und sie wurden nun offiziell ein Paar. Ihr Name war Nancy Sullivan. Da diese Situation immer komplizierter wurde, auch im Rampenlicht, gab sie die Karriere als Wrestlerin auf. Kurze Zeit später heirateten die beiden und auch sie bekamen einen gemeinsamen Sohn namens Daniel im Jahr 2000. Im Jahr 2003 wollte Nancy sich scheiden lassen, da Benoit erneut eine Affäre angefangen hatte. Beide Familien versuchten mit dem Paar zu sprechen, woraufhin Nancy sich doch dazu entschied, ihm noch eine Chance zu geben.
Wie bereits erwähnt, sagte Benoits Ex-Frau, dass er Steroide nahm, um muskulöser zu wirken. In regulären sportlichen Wettkämpfen ist der Einsatz solcher Mittel verboten, jedoch versuchen es immer wieder Athleten, um ihre Leistung zu steigern. Auch im Wrestling ist dies kein fremdes Thema. Das Benutzen solcher Mittel kann starke Nebenwirkungen mit sich bringen. Von Leberschäden bis hin zu etwas, das man Roid Rage nennt. Roid Rage nennt man einen Zustand, bei dem man extrem gewalttätig und aggressiv wird nach der Einnahme solcher Mittel. Nach einem Match ließ Benoit sich nie untersuchen. Er lehnte jegliche medizinische Hilfe ab und man geht heute davon aus, dass er einige Verletzungen davon getragen hatte, wie zum Beispiel Gehirnerschütterung. Damit war er allerdings nicht alleine. Viele Wrestler verletzten sich bei den Stunts im Ring. Das extremste Beispiel sollte Benoit aus nächster Nähe zu Gesicht bekommen. Während seiner Zeit im Ring freundete er sich mit einem Kollegen namens Eddie Guerrero an. Die beiden wurden über die Jahre zu extrem guten Freunden. Im Alter von 38 Jahren verstarb Eddie im Jahr 2005. Er wurde leblos in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die Ursache wurde später als plötzliches Aussetzen des Herzens festgelegt. Er hielt seine Zahnbürste noch in der Hand, als man ihn fand. Für Benoit war dies der schlimmste Schlag, den er in seinem Leben bekam. Vor laufender Kamera sprach Benoit sich dann über seinen besten Freund aus und hinterließ nette Worte an die Fans und Familie. Viele sagen, dass der Tod von Eddie Benoit für immer veränderte. Am 19. Juni 2007 kämpfte Benoit im Ring gegen Elijah Burke. Während des Matches fielen einigen Fans auf, dass Benoit sich merkwürdig verhielt. Er verhielt sich nicht wie eine Wrestling-Persönlichkeit und wirkte weniger sympathisch als sonst. Trotz allem gewann Benoit das Match. Was die Fans jedoch nicht wussten war, dass dies sein allerletztes Match sein sollte. Eine Woche später sollte er wieder auftreten, jedoch sagte er diesen Termin ab. Er sagte der WWE, dass seine Familie krank zu Hause sei und wohl eine Lebensmittelvergiftung hätte, weshalb er sie ins Krankenhaus bringen müsse. Als er die Woche darauf mit Chavo Guerrero auftreten sollte, sagte er wieder ab. Chavo, der Neffe von Eddie, war sichtlich verwirrt und rief Benoit zurück. That was strange. So I call him right back. And I go, hey man, are you all right? I'm fine, man. Like I said, I just had a real hard weekend, you know, and just, you know, I had to go to take him, you know, Daniel and Nancy to the hospital. And I'm like, oh, okay, man, well, I'm here. Okay, man. Okay, cool. So then hung up. And that was the last I actually talked to him. Die beiden hatten wenig Kontakt miteinander. Sie telefonierten ab und zu oder schrieben kurze SMSen. Das letzte Telefonat, was die beiden miteinander hatten, endete damit, dass Benoit sagte, hey Chavo, ich liebe dich, bevor er auflegte, was Chavo sehr merkwürdig vorkam. Am Tag darauf sollte Chavo Benoit am Flughafen abholen. Gegen 3.53 Uhr in der Nacht zuvor erhielt Chavo plötzlich mehrere SMSen von Benoit und seiner Frau Nancy. Die SMSen hatten den exakt gleichen Inhalt. Die Hunde sind in der Poolgegend eingesperrt. Die Garagenseitentür ist offen. Danach schickte Benoit noch eine SMS mit folgendem Inhalt. Meine Adresse ist 130 Green Meadow Lane, Fayetteville, Georgia 30215. Chavo war von all diesen SMSen sichtlich verwirrt. Es war fast 4 Uhr morgens und in nur wenigen Stunden würden sie sich sehen, weshalb er erstmal wieder ins Bett ging. Etwas, was er später bitter bereuen würde. Neben Chavo erhielten noch 4 weitere Kollegen von Benoit diese SMSen. Am nächsten Morgen erwachte Chavo und fuhr zum Flughafen, um dort Chris abzuholen. Um kurz nach 8 Uhr morgens landete dann das Flugzeug, mit dem Chris hätte fliegen sollen. Chavo wartete, während die Passagiere alle an ihm vorbeigingen, doch Chris war nirgends zu sehen. Nach 3 Stunden war er immer noch nicht vor Ort, was Chavo im Hinblick auf die merkwürdigen SMSen verunsicherte. Er meldete es der WWE, dass Benoit nicht zum ausgemachten Termin gekommen war, weshalb die WWE versuchte, ihn zu erreichen. Zuerst riefen sie bei ihm zu Hause und dann auf seinem Handy an, jedoch ging niemand ans Telefon. Auch die örtlichen Krankenhäuser konnten keine Auskunft geben, da Benoits Familie dort nie hingebracht wurde. Schließlich beschlossen sie, Chris auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Dan from the office, just trying to get in touch with you. It is Sunday evening. I
think about 7 o'clock, so we're hoping everything is okay. So if you can call me on my cell phone. Um 23 Uhr abends hatte sich Benoit immer noch nicht gemeldet. Die WWE wusste nichts von den merkwürdigen SMSen und die sie bekommen hatten, verheimlichten sie vor seinem Arbeitgeber, da sie dachten, sie würden ihn damit schützen. Einen Tag später erfuhr der Arbeitgeber aber dann doch von den SMSen und sie riefen die Polizei, da sie sich Sorgen machten. Hi, I just spoke to one of the other officers there. My name is Dennis Fagan, I'm a retired detective in New York City. I run the security for World Wrestling and one of our wrestlers that lives down there is missing. And he told me to just to say we need a welfare check done. Yesterday he was supposed to show up at a pay-per-view and never got on the plane, never showed up. They tried to reach his wife Nancy, she doesn't answer. They tried to call his house. It's out of character for him. So at 3 o'clock this morning there was a message left for one of the other wrestlers and basically it says the dogs are in the backyard, the back door is open, goodbye. And that was it. Als die Polizei vor Ort ankam, sprachen sie zuerst mit den Nachbarn von Benoit. Die Nachbarin hatte einen Wohnungsschlüssel, da sie öfter auf die Hunde der Familie aufpasste. Die Polizei bat sie, die Hunde zu holen und bei sich zu verpflegen, bis sie mit ihrer Überprüfung fertig waren. Die Nachbarin ging daraufhin allein in das Haus von Benoit, um die Hunde zu holen, jedoch kam sie nach wenigen Minuten schreiend herausgerannt. Im Inneren des Hauses hatte sie den leblosen Daniel gefunden. Sofort stürmte die Polizei das Haus und fand im Inneren die leblosen Körper von Benoit und seiner Frau Nancy. Nancy lag im Schlafzimmer im oberen Stockwerk. Ihre Hände und Füße waren zusammengebunden. Sie war mit einem Handtuch eingewickelt worden und jemand hatte eine Bibel neben ihr abgelegt. Eine Untersuchung sollte später ergeben, dass sie erwürgt wurde. Daniel lag in seinem Kinderzimmer. Er war nicht gefesselt, jedoch gab es Anzeichen, dass er erstickt wurde. Auch neben ihm lag eine Bibel. Im Sportraum im unteren Stockwerk fand man dann Chris Benoit. Er hatte sich selbst mit einem Seil das Leben genommen. Die WWE wurde darüber informiert und das Haus wurde zu einem Tatort erklärt und abgesperrt. Schnell fand die Polizei heraus, dass es keinerlei Anzeichen eines Einbruchs gab. Auch hatten alle drei zu unterschiedlichen Zeiten ihr Leben verloren. Gefunden wurden sie an einem Dienstag. Nancy verlor ihr Leben jedoch an einem Freitag. In ihrem Blut war ein hoher Alkoholgehalt. Am Tag darauf, am Samstag, verlor dann Daniel sein Leben. In seinem Blut fand man Rückstände von Xanax, einem Beruhigungsmittel. Benoit selbst verstarb am Sonntag. Er war der Täter, der erst seiner Frau und dann seinem eigenen Sohn das Leben nahm, bevor er sich in seinem Sportraum selbst das Leben nahm. Als diese Informationen öffentlich gemacht wurden, schockierte es die ganze Wrestling-Welt. Fans, Freunde und Familie waren fassungslos. Die WWE hatte bereits den Fehler gemacht und eine dreistündige Dokumentation über das Leben und die Erfolge von Chris Benoit im Fernsehen gesendet, in dem Glaube, dass er das Opfer einer schrecklichen Tat war. Kurz daraufhin brach dann weltweit die Diskussion über den Fall aus. Die Fans waren angeekelt und schockiert, aber alle hatten nur dieselbe Frage. Warum tat Benoit das? Nach außen wirkte er wie ein professioneller Wrestler, aber irgendwas muss mit ihm passiert sein, dass er seiner eigenen Familie das Leben nahm. Doch was? Das Internet war natürlich sehr schnell damit, Theorien zu suchen. Egal, ob diese einen Bezug zur Realität hatten oder nicht. Oft, wenn ein Prominenter verstirbt, gibt es tausende Theorien darüber. Von Tupac, der noch leben soll, bis Elvis, der von Aliens entführt wurde. Im Internet findet man alles. Im Fall Benoit waren die ersten Theorien, dass ein Rivale ihm das antat, dann waren es Einbrecher und irgendwann dann die Regierung. Viele Fans konnten sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass ihr Lieblingswrestler eine solch düstere Seite hatte. Was viele dabei angesprochen hatten, war, dass Benoit bereits zuvor wegen Steroide aufgefallen war. Etwas, was nachweislich sich negativ auf die Stimmung von Menschen äußern kann. Aber die Tat von Benoit wurde in einem Zeitraum von 3 Tagen ausgeführt. Roid Rage hält sich nicht so lange an, weshalb man ausschließen kann, dass dies der Grund für die Tat war. Toxikologische Untersuchungen ergaben außerdem, dass er keine hohen Mengen davon in seinem Blut hatte. Wie bereits angesprochen, hatte Benoit immer wieder verweigert, sich von Ärzten untersuchen zu lassen.
Nach diesem Fall wurde sein Hirn aber untersucht und man fand heraus, dass er aufgrund der jahrelangen Belastung seines Kopfes an chronisch-traumatischer Enzephalopathie, kurz CTE, litt. Umgangssprachlich wird diese Krankheit auch Boxersyndrom genannt, da es dafür bekannt ist, nach häufigen Schlägen oder Stößen auf den Kopf aufzutreten. Zu den bekanntesten Symptomen zählen Kopfschmerzen, Depressionen, negative Gefühlsausbrüche, kognitive Beeinträchtigungen bis hin zu ausgeprägter Demenz. Der Arzt, der Benoit untersuchte, sagte, dass sein Gehirn auf dem Stand eines 85-jährigen Mannes mit Alzheimer war. Im schlimmsten Fall könnte eine solche Krankheit zu Taten führen, wie man sie im Fall Benoit gesehen hatte. Um diese Theorie zu überprüfen, wurden die Daten seines Hirns mit denen von 4 Profisportlern verglichen. Alle 4 hatten ähnliche Muster wie er und alle 4 litten an Depressionen und anderen ähnlichen Verhaltensmustern. Bis heute sind dies aber alles nur Theorien. Der wahre Grund für die Tat kannte nur Benoit selbst. Wenn man aber alle Beweise zusammenfügt, wird klar, dass Benoit lange im Kampf mit sich selbst war und diesen Kampf zum Preis seiner Familie verloren hatte. Zurück bleiben traurige und entsetzte Fans und Familie. 2 Menschen mussten auf tragische Art und Weise ihr Leben geben und das Loch, was sie zurückließen, ist noch bis heute zu spüren. Die WWE versucht seither jegliche Berichte über Chris Benoit zu löschen oder zu verheimlichen. Wrestler dürfen seinen Namen nicht aussprechen und wichtige Kämpfe, bei denen er dabei war, werden bis heute ignoriert. Und das waren die meiner Meinung nach spannendsten Fälle auf diesem Kanal. Welcher Fall hat euch noch gefehlt? Falls ihr es so lange durchgehalten habt, vielen Dank für eure Zeit, das bedeutet mir unendlich viel. Ich arbeite aktuell an sehr aufwendigen Videos, die bald erscheinen werden. Darunter ein neuer Eisberg, ein weiteres London-Video und ein paar weitere geheime Projekte, die ihr bald sehen werdet. Gute Nacht und bleibt gesund.